Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen nach so langer Zeit mal wieder live im Auditorium im Haus der Astronomie. Und ja, wir gucken mal, wie das läuft. Und der Anlass ist natürlich ein ganz besonderer. Wir schauen uns heute die ersten wissenschaftlichen Bilder vom James Webb Weltraumteleskop an. Mein Name ist Markus Nielbock. Ich bin hier Mitarbeiter am Haus der Astronomie und auch am Max-Planck-Institut für Astronomie gleich gegenüber. Mache viel mit Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation. Und wir haben heute schon natürlich den Livestream teilweise gesehen, als diese fünf Bilder oder Datensätze im Internet live vorgestellt wurden. Und wir haben natürlich hier einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut, die uns das Ganze heute mal einordnen. Was bedeutet das? Was sieht man da? Und wofür ist das gut? Und was kann man daraus sehen? Und die werden wir jetzt gleich nach der Reihe alle sehen. Anfangen wird aber Oliver Krause. Der gibt uns erstmal nochmal eine Einführung in das Teleskop selber, was bisher so ein bisschen passiert ist. Und auch die Beiträge des Max-Planck-Instituts für Astronomie, denn die sind ganz schön beträchtlich. Oliver Krause ist Leiter der Forschungsabteilung für Weltraum-Infrarot-Astronomie und ist verantwortlich für viele Instrumentierungsprojekte, auch für das James Webb Weltraumteleskop, aber auch für andere. Und Oliver legt jetzt mal einfach los. Ja, einen schönen guten Abend Ihnen allen zusammen. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind und freue mich sehr, mit Ihnen heute durch die ersten Bilder mit den Kollegen zu gehen vom James Webb Teleskop. Sie haben es dem kurzen Anfangsfilm entnommen. Das ist natürlich ein riesiges Projekt und wir sind zum einen natürlich stolz und froh, da seit langem mit dabei zu sein und auch technisch wirklich involviert gewesen zu sein, dass das jetzt so fantastisch funktioniert. Und wir sind natürlich auch wissenschaftlich begeistert. Also ich denke, jeder, der heute jetzt die Bilder gesehen hat, und wir hatten die wirklich auch vorher nicht gesehen, da hat die NASA wirklich eine ganz strikte Embargo-Politik verfolgt, dass man eben nicht vorher irgendwas in die Medien, in Twitter oder in Instagram hinein verliert. Und ich denke, es ist schon fantastisch, was wir da jetzt haben. Und da wollen wir jetzt im Detail durchgehen. Aber zu Beginn, denke ich, lohnt sich natürlich nochmal kurz durch dieses wirklich einzigartige Weltraumteleskop durchzugehen. Wenn man an ein Weltraumteleskop denkt, dann wird jeder wahrscheinlich erstmal, der sich so in der Astronomie auskennt, an Hubble denken. Das ist ja 1990 gestartet worden und hat wirklich fantastische Ergebnisse geliefert. Nicht nur ästhetisch, sondern letztendlich natürlich auch wissenschaftlich. Und wirklich gibt es wenige Missionen in der Astronomie, die so viel auch wissenschaftliche Publikationen und wirklich
ganz fundamentale Ergebnisse geliefert haben. Und es ist hier so eine schöne Zusammenstellung von ein paar von diesen tausenden fantastischen Aufnahmen von Hubble. Und was mich da immer wieder begeistert, ist eben die Ästhetik dieser Aufnahmen, die natürlich auch daher rührt, dass das ja wirklich auch optische, meistens optische Aufnahmen sind, so wie wir das mit unserem Auge aussehen würde. Wenn man sich die Planeten anschaut, da sieht man, das sind die typischen Planetenfarben vom Mars oder vom Jupiter oder von, ja, auch der Krebsnebel da oben links ist zum Beispiel so, wie man den mit den Augen im Prinzip sehen würde, wenn man so einen großen Spiegel als Auge hätte. Aber jetzt ist es natürlich so, dass im Weltraum nicht nur Licht ist. Unsere Augen haben sich natürlich angepasst auf die Sonnenstrahlung im optischen Spektralbereich, weil da die Sonne die meiste Energie freisetzt und natürlich die Biologie sich dahingehend entwickelt hat. Aber es kommt natürlich aus dem Weltraum auch noch andere Strahlung zu uns. Und ein Wellenlängenbereich, um den es natürlich jetzt heute mit James Webb vor allem geht, ist die Infrarotstrahlung, die Wärmestrahlung. Das ist letztendlich elektromagnetische Strahlung, die ein bisschen langwelliger ist als das Licht. Also das, wenn man dann sozusagen so ein ganz dunkelrotes Farbton hat, von einem Rotwein noch weiter verschoben, dann beginnt man irgendwo in den Bereich des Infraroten zu gehen. Und der geht dann letztendlich ja irgendwann mal in die Radiowellen über. Aber wir sind jetzt eben hier in dem Wellenlängenbereich bis 28 Mikrometer interessiert. Und das Besondere im Infraroten ist jetzt, und das sieht man hier schön bei diesem Vergleich, wo wir einen Blick haben auf der linken Seite auf das Sternbild des Orion. Wenn wir da im Winter an den Himmel schauen, da sieht man ja dieses markante Sternbild. Und da haben wir jetzt die drei Gürtelsterne, die kennen Sie vielleicht in der Mitte. Und ein bisschen drunter sieht man da so eine diffuse Gaswolke. Das ist der Orionnebel, das ist eine Sternentstehungsregion. Und wenn ich jetzt diese Region, den Orion, nicht im optischen Spektralbereich anschaue, links, wo ich letztendlich die Sterne sehe, dafür sind unsere Augen eben empfindlich, sondern ins Infrarote gehe, dann sehe ich da eine ganz andere Struktur. Ich sehe jetzt Gas und Staub, was letztendlich dort verteilt ist und aus dem dann auch neue Sterne geboren werden. Man sieht eben ganz andere Informationen. Und das Infrarote ist auch deswegen astrophysikalisch sehr interessant, weil man da sehr viele spektrale, diagnostische Fingerabdrücke hat von Molekülen, von Atomen, wo man jetzt dann wirklich eine Analyse durchführen kann, woraus bestehen solche Objekte, was herrschen da für Bedingungen, für Temperaturen, für Zusammensetzungen. Also da ist eben auch das Infrarote extrem wichtig. Und ein anderer wichtiger Aspekt, da wird vor allem der Fabian Walter darauf eingehen, sind natürlich ganz entfernte Objekte in der Frühzeit des Universums. Durch die Expansion des Universums ist es ja so, dass das Licht von diesen Quellen rot verschoben ist. Also wir sehen die gar nicht mehr so, wie sie ursprünglich geleuchtet haben, sondern das Licht wird immer röter. Und wenn es bei uns ankommt, ist es bei diesen ganz frühen Galaxien so stark rot verschoben, dass man da dann irgendwo im mittleren Infrarot landet und eben das nur mit solchen Wärmebildkameras aufnehmen kann. Jetzt ist es so, das zu machen, also und da wirklich Fortschritte zu erzielen im Vergleich zu Hubble ist natürlich schwer. Hubble hat ja wirklich da fantastische Bilder und Daten geliefert. Und wie kommt man weiter? Also das Erste ist natürlich beim Teleskop immer, man braucht einen größeren Hauptspiegel. Der Hauptspiegel legt erstmal fest, wie empfindlich ein Teleskop ist, wie viel Licht man sammeln kann und legt natürlich auch die Winkel, die Auflösung fest, die Winkelauflösung, die Schärfe von so einem Teleskop. Und also ein großes Teleskop ist von Vorteil und das James-Webb-Teleskop ist jetzt wirklich viel größer als Hubble. Also das sieht man hier, das hat eine siebenfach so große Lichtsammelfläche. Es ist natürlich optimiert worden, dass man das trotzdem starten kann. Es wiegt gar nicht mal, es wiegt nur die Hälfte des Gewichts von dem Hubble-Spiegel, obwohl es so viel größer ist. Und auch das ganze Observatorium, obwohl es so viel größer ist, wiegt nur die Hälfte vom Hubble-Teleskop. So als Größenvergleich. Das Hubble-Teleskop ist ungefähr so lang wie ein normaler, ein einfacher Bus und das James-Webb-Teleskop hat die Länge von einem doppelten Linienbus. Also es ist wirklich eine riesige Maschine, die man da ins All geschossen hat. Und es ist jetzt, wie gesagt, ein Infrarot-Teleskop und das hat jetzt einige spezielle technische Anforderungen, um sowas zu bauen. Und zwar ist es so, dass das Infrarote als Wärmestrahlung letztendlich natürlich nur dann nachzuweisen ist, wenn es nicht durch andere Wärmequellen gestört ist. Und man muss jetzt dafür sorgen, dass quasi das Teleskop kalt werden kann, dass die thermische Strahlung des Teleskops nicht die schwachen Quellen überstrahlt. Und dafür sieht man jetzt auf diesen Bildern diese sehr einzigartige Struktur. Da gibt es dieses ganz große Schutzschild, das Sonnenschild. Es sind fünf Lagen von, im Wesentlichen ist es eine Rettungsfolie, wenn man so will. Die sind dann noch teilweise speziell bedampft. Also wenn man da das Bild unten anschaut, sieht so ein bisschen rosé aus. Das ist auch so, das ist eine Siliziumbedampfung, die man da drauf gemacht hat für die heißen Temperaturen. Und die andere Seite ist mehr oder weniger Aluminium bedampft.
Und dieses Schild, das schirmt jetzt das Teleskop und die Instrumente ab. Und die müssen eben kalt sein, damit sie diese schwache Wärmestrahlung nachweisen können und sind dann eben auch teilweise sogar noch aktiv gekühlt. Und um das eben auch zu ermöglichen, ist es jetzt so, dass auch das Teleskop an einem speziellen Punkt stationiert ist. Es ist nicht in einem Erdorbit wie Hubble. Hubble kreist ja in 90 Minuten einmal um die Erde und kommt dann immer von der Sonnenseite in die Schattenseite. Und da gibt es eine Menge auch von thermoelastischen Störungen. Und das Teleskop deformiert sich. Also das limitiert dann auch teilweise die Leistung der Beobachtung. Sondern James Webb wird jetzt an dem sogenannten Lagrange-Punkt stationiert. Das sieht man da oben schön auf der rechten Seite in diesem bewegten Bild. Das ist ein Punkt, der kreist mehr oder weniger mit der Erde um die Sonne. Also es ist quasi ein Sonnenorbit. Da gibt es noch eine kleine Bewegung um diesen Punkt, um es stabil zu halten. Und der Clou quasi davon ist, von dieser Position, dass man jetzt die Erde und die Sonne, die Hauptwärmequellen sind, immer in einer Richtung durch dieses Sonnenschild abschirmen kann. Also es ist dann so, dass man das Teleskop im Schatten dieses Schildes wirklich kalt bekommt und der Punkt ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, also fünfmal so weit weg wie der Mond. Also wir haben da wirklich jetzt so ein Teleskop im fernen Weltraum quasi stationiert. James Webb, da folgt ein bisschen Hubble. Es ist ja auch, wird ja immer oftmals als der Nachfolger von Hubble bezeichnet. Es ist im Wesentlichen wirklich ein Observatorium, eine Sternwarte für die ganze Astronomie. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, dass man jetzt mit diesen Instrumenten, die da drauf sind und die sind sehr komplex, alle möglichen Beobachtungen durchführen kann. Also es ist jetzt nicht so eine Spezialaufgabe, sondern man hat da Kameras, Spektrographen, Koronographen. Man kann wirklich die ganze Bandbreite von Beobachtungen durchführen. Und eine Sache, die ich da auch beeindruckend fand, ist letztendlich, also das sieht man hier unten schön an dieser kurzen Auflistung so des Zeithorizontes. Also die ersten Ideen für so einen Hubble-Nachfolger, die gab es 1989. Das ist also jetzt mehr als 30 Jahre her. Konkret begonnen mit der Mission, also wirklich mit so einem Design, mit ersten Studien ist dann 95 worden, also auch schon mehr als 25 Jahre. Und das ist die Zeit, die man dafür gebraucht hat. Und in der Zeit ist natürlich wissenschaftlich auch viel passiert. Da sind Exoplaneten zum Beispiel als wichtiges Thema entdeckt worden. Das war am Anfang gar nicht in den wissenschaftlichen Planungen drin, aber die Instrumentierung ist eben so umfangreich und so komplex, dass man das jetzt alles mehr oder weniger damit weiterhin abdecken kann. Also da wird man gar nichts dazu bekommen. Was man sich auch oft fragt ist, na, jetzt ist doch jetzt 25 Jahre alt, ist es mittlerweile nicht schon lang veraltet? Auch da kann man sagen, überhaupt nicht. Also die Detektoren zum Beispiel, die wir da jetzt haben bei MIR-Instrumenten, sind die besten, die je auf der Erde gebaut worden sind. Und wir haben wirklich in anderen Projekten jetzt Probleme, Detektoren überhaupt noch zu bekommen, die so gut sind. Und andere Aspekte sind eben auch so, die haben einfach so lange gedauert, um das zu entwickeln, die ganze Technologie dahin zu kriegen. Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil es gab auch Rückschläge. Also man muss ja viel testen. Also so ein Teleskop wie James Webb kann ja nicht in einem Fehlerfall korrigiert worden. Es muss funktionieren und man muss dafür sorgen, dass es absolut zuverlässig funktioniert. Das heißt, es wird alles getestet mit Sicherheitsfaktoren, übertestet auch. Und da gab es natürlich auch Rückschläge, um das zu beheben, hat es dann am Ende entsprechend lang gedauert. Aber es hat natürlich jetzt alles, wie wir jetzt mittlerweile wissen, funktioniert. Und ja, es ist natürlich ein Riesenprojekt gewesen. Also können Sie sich hier vorstellen, hat man einmal ein Konsortiumsmeeting hier in München und hatte dann der Prime Contractor Northrop Grumman von den Amerikanern, von der NASA, die haben ein 1:1-Modell von dem Teleskop mal gebaut und haben das hier mitgebracht. Da sieht man wirklich diese Dimension, wenn man sich vorstellt, so ein Gerät jetzt wirklich ins All schießen zu müssen. Und das ist eben in der Tat eine, jetzt ein bisschen technischer formuliert, eine der großen Anforderungen. Also es ist wirklich ein Teleskop, was ja, es muss ja zusammengefaltet werden. Man kann kein Teleskop von 21 mal 14 Meter ins All schießen. Also das ist am Ende wie so ein Origami zusammengefaltet. Und um in eine Ariane 5 Rakete reinzupassen. Und da sind natürlich jetzt ganz viele Strukturen und die Silvia Scheithauer wird es im nächsten Vortrag dann nochmal zeigen, was da alles passiert ist, die sich dann entfalten müssen, die funktionieren müssen. Und viele von denen sind sogenannte Single Point Failures in der Raumfahrtsprache. Das sind eben Mechanismen, wenn die nicht funktionieren, dann ist das quasi komplett verloren, weil dann funktioniert das ganze System nicht. Also wenn sich das Sonnenschutzschild nicht entfaltet, dann wird das Teleskop nicht kalt und man kann damit nichts machen. Oder wenn sich zum Beispiel einer unserer Beiträge ein Mechanismus nicht mehr bewegt oder der an einer dummen Stelle hängen bleibt, geht kein Licht mehr durch und dann steht das Instrument still. Also das ist eben natürlich eine große Anforderung und das hat eben dafür gesorgt, dass das eben wirklich lange gedauert hat. Es war teuer, es hat am Ende 10 Milliarden gekostet und es gibt jetzt so eine schöne Zahl seit neuem vom amerikanischen Projektleiter, dass so ungefähr 20.000 Beteiligte am James Webb mitgebaut haben im Laufe der Jahre.
Ich habe ja so ein paar Bilder. Das ist jetzt natürlich, also der Spiegel ist natürlich das wesentliche Element für das, was wir damit machen wollen. Das besteht aus kleinen Segmenten. Wir haben 18 Segmente, die eben ganz leicht gewichtet sind, aus Beryllium, auch als leichtes Metall, und sind dann sehr gut, aber geschliffen. Die sind wirklich perfekt, und die kommen dann am Ende eben in einer Struktur sozusagen zum Einsatz, aber sind natürlich erstmal alle für sich Spiegel. Und eine der großen, wichtigen Phasen am Anfang war eben, die alle wirklich in die Form zu bringen, dass man eben am Ende ein Teleskop hat, was eben sich wie ein perfekter Spiegel verhält. Und um das eben nicht zu gefährden, da hat man vor allem einen Fehler nicht nochmal machen wollen, das war der Hubble-Fehler. Das können Sie sich vielleicht auch erinnern, dass das Hubble-Teleskop ja, als es gestartet war, erstmal nach einigen Wochen oder Tagen stellte sich dann raus, irgendwas stimmt da nicht. Und am Ende, was passiert war, der Spiegel war zwar perfekt geschliffen, aber perfekt falsch geschliffen. Der war einfach out of focus und hat einfach perfekte unscharfe Bilder geliefert. Und man hat dann eben zum Glück mit einer Korrekturoptik einbauen können, weil er ja in einem niedrigen Erdorbit ist. Das geht bei Hubble, bei James Webb nicht. Und man hat hier das Teleskop getestet in einer riesigen Testkammer, die man noch aus der Apollo-Zeit hat. Das ist eine gewaltige Kammer, wo man das Teleskop dann wirklich kalt gemacht hat im Hochvakuum und dann eben überprüft hat, dass das eben alles funktioniert. Und die Instrumente sind natürlich jetzt die Augen, und da sind wir eben sehr stolz drauf, hier am Institut und in Deutschland auch, dass wir da wirklich einen ganz wichtigen Beitrag geleistet haben. Also zwei der Instrumente an Bord von vieren kommen aus Europa im Wesentlichen. Eins ist hier der Nahinfrarotspektrograph. Das ist das Instrument, wo man dann wirklich das Licht spektral zerlegen kann, um dann die ganzen Details der Emission herauszubekommen. Und das wurde im Wesentlichen in Ottobrunn, Friedrichshafen von Airbus gebaut. Und ein anderes Instrument, was aus Europa kommt, das ist das MIRI-Instrument. Das ist die langwellige Kamera auf James Webb. Das liefert dann wirklich quasi die Aufnahmen von sehr kühlen Objekten, von Protosternen oder auch von extrem rot verschobenen Quellen, wo die Emission dann so weit ins Infrarote wandert, dass man eben wirklich dann jenseits der Nahinfrarotdetektoren ist. Und da haben wir eben auch wichtige Teile geliefert. Eins, das sieht man hier mit diesen runden Filtern, das ist das Filterrad. Da sieht man jetzt gleich, wie das Licht sozusagen von diesem Auffangspiegel jetzt durchläuft und dann auf den Detektor fällt am Ende. Und mit dem Filterrad kann man jetzt eben verschiedene Beobachtungsmodi einstellen. Also das ist eben jetzt die Stärke von all den Instrumenten, die kann man umkonfigurieren. Also man kann jetzt diese verschiedenen Beobachtungstechniken anwenden, aber dafür muss man natürlich irgendwas bewegen. Und diese Mechanismen sind eben das, was wir hier am Institut gebaut haben. Das ist zum Beispiel hier eine Aufnahme von dem MIRI-Filterrad. Bei MIRI gibt es noch zwei andere Mechanismen, und auch bei NIRSpec sind wir im Prinzip bei zwei Mechanismen dabei gewesen. Dazu gab es am Ende auch noch einen großen Beitrag, und zwei Kollegen, der Giroux und die Silvia, sind hier im Prinzip, um dann wirklich im Weltraum jetzt das alles in Betrieb zu nehmen, also das Commissioning zu machen, was die Silvia auch gleich nochmal detailliert erzählen wird. Das ist jetzt ein Bild hier kurz vor dem Ende der Integration. Also da sieht man jetzt quasi auf der rechten Seite das Teleskop fertig zusammengebaut, bereit sozusagen für den Start. Links der restliche Satellit, auch schon so vorkonfiguriert, und das wurde dann nochmal zusammengebaut. Das waren die letzten Schritte hier. Da hat man dann noch, da war die ganze Zeit noch so eine Schutzkappe auf der Optik, die hat man dann da weggemacht. Der Ingenieur da oben, der ist entfernt, diese Abdeckung, und dann ist es letztendlich zum Startplatz gekommen nach Französisch-Guyana. Also es ist ja auf einer europäischen Rakete gestartet worden. Und das ist hier ein ganz netter Film, der jetzt den Transport zeigt von Los Angeles, wo Northrop Grumman ist, wo der gesamte Satellit zusammengebaut wurde. Es kommt hier in einen Transportcontainer rein, um es eben zu schützen vor Umgebungseinflüssen. Und dann wurde das erstmal auf der Straße zum Hafen gebracht, in der Nähe von Newport Beach ist es, glaube ich. Und das war natürlich dann, da waren wir schon relativ, das war letztes Jahr im Prinzip, Sommer.
Jetzt hat man wirklich diesen zusammengefalteten Zustand gesehen und das musste jetzt wirklich alles dann im Weltall funktionieren. Und das war natürlich damals, da war sogar noch der Raketenstart dazwischen, da kann auch immer was schief gehen, aber bei James Webb war es so, während bei einer normalen Raumfahrtmission ja 90% des Risikos eigentlich der Start ist, war es hier eher so, dass 90% des Risikos der Satellit sind, dass da was nicht funktioniert. Und dann im Dezember um Weihnachten waren wir dann soweit, es war alles bereitet, dann gab es noch ein paar Tage Verzögerung aufgrund von Wettersituationen. Am 25.12., am ersten Weihnachtsfeiertag, ist es dann James Webb in einem wunderbaren Start gestartet und er war auch perfekt in der Art und Weise, dass sozusagen der Einschuss in den Orbit sehr gut war, dass man sehr wenig Treibstoff vom Satelliten selbst gebraucht hat und der wird uns jetzt wirklich auf der Mission enorm helfen, weil eben die Lebenszeit von James Webb letztendlich auch dem limitiert ist vom Treibstoff an Bord und der wird jetzt ungefähr 20 Jahre reichen. Also wenn die anderen Komponenten so lange funktionieren, dann ist eine Lebensdauer von 20 Jahren im Prinzip machbar. Und jetzt wirklich nochmal ein kurzer Clip hier zum Start und den letzten Schritten. Also es ist jetzt hier, jetzt mein Schiff, der jetzt fünf Minuten hat, also diese Ariane-5-Rakete und dann so ein Staubschutzzelt jetzt mit dem Launch Adapter verbunden wird, der dann auf der Oberstufe sitzt. Und dann kommt das Fairing rüber, was eben unser Wind dann schützt in der dichten Atmosphäre. Das wird dann relativ schnell abgeschwenkt. Dann rollt man die Rakete von dieser Integrationshalle dann zum Startplatz. Das sind, glaube ich, 1,2 Kilometer. Und dann war der Start. And we have engine start. And liftoff. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Von der Oberstufe dann in Richtung 2 schwebt und dahin schwebt. Ja, dann war er endlich im Weltraum, also nach beinahe 30 Jahren, wenn man so will. Und das war natürlich ein toller Moment, muss man sagen. Und dann ging aber die Arbeit natürlich weiter. Und der nächste, oder nicht, Markus? Ja, herzlichen Dank, Oliver Krause. Ich würde sagen, wir machen im Prinzip gleich weiter, aber eine Sache muss ich unbedingt noch nachholen. Das habe ich ja jetzt fast vergessen. Wir haben noch eine Menge Zuschauer und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen draußen im Internet, die uns jetzt hier auch zuschauen und diese Veranstaltung miterleben. Und die grüßen wir natürlich auch ganz herzlich. Hallo. Es geht gleich weiter mit Silvia Scheithauer.
Ich begrüße Silvia Scheithauer. Sie ist wissenschaftlich-technische Mitarbeiterin hier am Max-Planck-Institut für Astronomie. Sie ist Expertin für Instrumentierungsprojekte. Sie hat auch am Anfang mitgearbeitet mit beim James-Webb-Weltraumteleskop, da in der Abteilung von Oliver Krause. Befasst sich jetzt halt auch mit Instrumentierung für bodengestützte Teleskope. Aber sie gibt uns jetzt mal einen Einblick darüber, was jetzt während, nach dem Start unbedingt unmittelbar passiert ist, bis dann schließlich die wissenschaftliche Arbeit aufgenommen wurde. Bitteschön. Vielen Dank, Markus. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass wieder Publikum hier im Haus der Astronomie sein darf. Mein Vortrag schließt sich nahtlos an den Start, den wir vom Oliver Krause gesehen haben, an. Und ich möchte Ihnen jetzt einen Einblick geben in die Phase zwischen dem Start bis zur Aufnahme der eigentlichen wissenschaftlichen Beobachtungen. Das ist in die Inbetriebnahme des Satelliten und der Instrumente und die nennt sich Commissioning. So, das Commissioning beginnt praktisch direkt nach dem Start und war ein 6-monatiger Prozess, der am Sonntag zu Ende gegangen ist. Er beinhaltet das Entfalten des Satelliten, die Reise zum Zielorbit und auch das Einstellen und Ausrichten der Spiegel und instrumentenseitig die gesamte Inbetriebnahme der Instrumente, das heißt Funktionstest, Kalibrierungsmessungen, Charakterisierung und die ganzen Tests der Beobachtungsmodi. Das Ganze ist geleitet worden vom Space Telescope Science Institute, STSCI, in Baltimore in den USA. Und das ist das Missionskontrollzentrum, so geht es vielleicht besser, das auch schon für das Hubble-Commissioning verantwortlich war. Und dort haben in den vergangenen 6 Monaten mehr als 1200 Leute 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die Aktivitäten überwacht und das Commissioning eben durchgeführt. Da gibt es auch 2 Arten von Commissioning-Teams, nämlich einmal das Missionskontrollteam, was den Satelliten in Betrieb nimmt und auch für die gesamte Kommunikation mit dem Satelliten verantwortlich ist. Und dann gibt es noch die Instrumententeams und die sind eben wirklich für ihr spezifisches Instrument verantwortlich und überwachen das und testen eben dieses Instrument. Auf diesem Bild sehen Sie das MIRI-Commissioning-Team. Das sind Wissenschaftler, Ingenieure, die wirklich über viele, viele Jahre, ich selbst über 15 Jahre an diesem Projekt mitgearbeitet haben, daran gebaut haben, die Auswertepipeline geschrieben haben, Wissenschaft vorbereitet haben, die dann da eben vor Ort über die 6 Monate verteilt im Schichtbetrieb das Ganze final dahin gebracht haben, dass wir jetzt Wissenschaft damit machen können. Dies ist ein Blick in das Missionskontrollzentrum hinein. Sie sehen hier einen Teil der MIRI-Instrumentenkonsole und auf diesen Monitoren kann man dann den Zustand des Instruments überwachen und sieht, welche Aktivitäten durchgeführt werden und kann aber selbst praktisch nicht steuern. Also die Kommunikation erfolgt über Headset mit dem Missionssatellitenkontrollzentrum. Die sitzen direkt nebenan, aber wie gesagt, wenn man irgendwas machen will, muss man halt mit denen reden. So, wann beginnt Commissioning? Commissioning beginnt gleich nach dem Start und ich möchte Ihnen jetzt in einer Animation zeigen, wie wir hier von diesem Zustand, wir sind gefaltet in der Ariane 5 Rakete, in den Zustand kommen, dass wir unser entfaltetes Teleskop haben und dann eben auch damit beobachten können. So, zuerst einmal sehen wir hier noch, wie das James-Webb-Teleskop von der 2. Stufe der Ariane 5 weggestoßen wird. Und der Entfaltungsprozess beginnt jetzt direkt noch im Erdorbit. Der hat insgesamt 14 Tage gedauert. Zuerst werden die Solarkollektoren ausgefahren und dann kommt das Schutzschild. Das Schutzschild ist extrem wichtig. Es besteht aus 5 Schichten und der ganze Prozess hat 8 Tage gedauert, den wir hier jetzt ganz kurz sehen für das Schutzschild alleine. Es ist sehr wichtig, dass sich das ausbreitet. Es sind über hunderte Mechanismen, die hier in den Einsatz kommen. Denn wenn sich dieses Schutzschild nicht ausbreitet,
dann ist die Passivkühlung, die Oliver Krause erwähnt hat, nicht möglich und die Instrumente können einfach nicht richtig arbeiten. Zum Schluss kommen dann noch die Spiegel hinzu, denn wie Sie gesehen haben, auch die äußeren Spiegelelemente des Hauptspiegels waren gefaltet. Wie gesagt, dieser ganze Prozess, 14 Tage, was wir jetzt hier kurz gesehen haben. Ich möchte mit Ihnen noch einmal zurückspringen zum ersten Teil des Entfaltungsprozesses, als sich das Solarpanel, die Solarkollektoren ausbreiteten, denn das ist die einzige Sequenz, von der wir wirkliche Bilder aus dem Weltall haben. Denn die zweite Stufe der Ariane 5 hatte eine Kamera, eine echte Kamera an Bord. Und deshalb können wir das auch wirklich sehen. Das ist der Satellit James Webb gefaltet, wie er weggestoßen wird von der letzten Stufe. Und wie der Oliver schon sagte, das passierte am 25. Dezember letzten Jahres. Es war der erste Weihnachtsfeiertag. Und wie so viele saß ich mit meiner Familie natürlich mitfiebernd vor dem Laptop und habe das alles verfolgt. Und es war ein unglaublich schönes Gefühl, dass nach so langer Arbeit und so langer Zeit auch des Wartens endlich dieser Satellit im Orbit war und endlich über der Erde schwebte. Das war einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und jetzt sehen wir auch gleich noch, wie sich dann dieses Solarpanel ausbreitet. Und das war auch nochmal so ein Schmunzeleffekt für mich, denn für mich sah das so aus, als ob der Satellit dann nochmal der Erde zuwinkt und sagt Tschüss und Danke, ich gehe jetzt auf meine lange Reise. So, wie gesagt, nach 14 Tagen war die gesamte Entfaltungssequenz fertig. Während der ganzen Zeit ist der Satellit kontinuierlich abgekühlt. Es wurden schon die ersten Funktionstests des Satelliten gemacht. Und 30 Tage nach dem Start ist er dann an seinem Zielorbit am Lagrange-Punkt 2, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, angekommen. Am 3. Februar ist dann das erste Instrument eingeschaltet worden, das First Light. Das erste Mal, dass das Instrument NIRCam Sternenlicht sieht. Und was macht man heutzutage, wenn man das erste Mal im Leben 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg ist und eine Kamera dabei hat? Ein Selfie, genau. So, und das Selfie hat auch James Webb gemacht. Sie sehen ein Selfie des Hauptspiegels. Hier sehen Sie den nochmal schön in der Animation. Und Sie sehen hier, alle 18 Segmente sind klar zu erkennen. Und hier im Vordergrund sehen Sie auch den Sekundärspiegel mit seiner Struktur. Und während das natürlich ein wunderschön pressewirksames Foto ist, ist es in erster Linie aus ingenieurtechnischen Gründen gemacht worden, denn damit konnte man schauen, gab einen ersten Eindruck, wie die Spiegelsegmente zueinander ausgerichtet sind. Und das war dann auch der Start für das Ausrichten und Einstellen des gesamten Teleskops, also auch vor allem der Spiegelsegmente. Das wurde mithilfe der Daten von der NIRCam-Kamera und dem Fine Guidance Sensor gemacht. Und am 11. Februar war es dann soweit. Wir hatten das erste Bild eines Sterns. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, das sieht aber komisch aus, das ist das erste Bild eines Sterns. Jetzt werden Sie sagen, ich sehe aber 18 Sterne. Das ist auch völlig richtig, denn zu diesem Zeitpunkt waren die Spiegelsegmente noch irgendwie zueinander gestellt. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind im Bad morgens und Ihr Badspiegel ist kaputt gegangen. Sie waren wütend, haben da draufgehauen. Der ist in 18 Teile zersplittert, die aber irgendwie noch zusammenhängen. Dann würden Sie sich 18 Mal sehen in kleinen Bildern. Ja? Und genau das ist hier passiert. Das ist das erste Bild. Ich habe deshalb ein Fragezeichen hinten gemacht. Es ist nämlich ein 18-Teile-Puzzle. Und dieses 18-Teile-Puzzle, das muss man jetzt zusammensetzen. Und das ging auch sehr schnell. Wie bei jedem guten Puzzle fing man erstmal damit an, die Teile zu sortieren. Das sieht man hier. Hier sind die ganzen 18 Bildstücke, die man hatte, den einzelnen Spiegelsegmenten zugeordnet worden. Und dann hier ist das Ganze auch noch zusammengepuzzelt worden. Also am 18. Februar war das Puzzle fertig. Und jetzt musste man das Ganze noch fokussieren. Das sieht hier noch nicht so schön aus. Und das hatte man dann am 16. März diesen Jahres geschafft.
Hier ist das erste richtige Bild, würde ich es nennen. Immer noch ein Ingenieurbild, aber hier sieht man ganz klar einen wunderbar scharf gestellten, fokussierten Stern im Vordergrund. Und während das für die Ingenieure das Wichtigste war, waren die Wissenschaftler auch schon begeistert, nur von diesem Testbild, wie viele Galaxien man hier auch noch im Hintergrund sieht. Also alles das, das sind keine Bildeffekte oder Fehler, das sind alles einzelne Galaxien. So, dann am 21. April waren dann endlich alle vier Instrumente eingeschaltet, auch unser MIRI-Instrument, denn das, hatte der Oliver auch schon gesagt, muss viel kälter sein als die Nahinfrarotinstrumente und musste deshalb warten, bis die Passivkühlung durch das Schutzschild praktisch gewirkt hat und dann konnten wir erst unseren eigenen Kryokooler noch einstellen. Und dann ging es los mit Funktionstest, bewegen sich unsere Räder richtig, funktionieren alle Filter und dann die Kalibrierung und Charakterisierung unseres Instruments und der anderen natürlich. Und am 28. April ist dann dieses tolle Bild veröffentlicht worden. Das zeigt ein und denselben Ausschnitt aus der großen Magellanischen Wolke, so wie ihn die wissenschaftlichen Instrumente an Bord sehen. Da hat man einmal NIRSpec, NIRCam, NIRIS mit dem Fine Guidance Sensor und dann MIRI. Und das MIRI-Bild zeige ich Ihnen jetzt gleich nochmal größer. Und hier im Vergleich mit derselben Himmelsregion aufgenommen mit dem IRAK-Instrument auf dem Spitzer Weltraumteleskop, ein Infrarotteleskop, was schon im Jahr 2003 gestartet worden ist. Und Sie können natürlich ganz klar sehen, wie viel schärfer und wie viel tiefer MIRI in das Weltall blicken kann. So, mit dem Scharfstellen des Teleskops, also wenn man dieses Bild hier hatte, war eigentlich die Aufgabe des Missionskontrollteams für die Satelliten mehr oder weniger erledigt. Das heißt, jetzt ging es zum Endspurt. Die Instrumententeams mussten fertig werden und das war für uns dann die Erprobung aller Beobachtungsmodi, also die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir mit unseren Instrumenten beobachten können. Das ist eine Menge Datenanalyse, Kalibrationsdaten müssen erstellt werden, die Datenverarbeitungspipeline muss verbessert werden und das Ganze muss natürlich auch dokumentiert werden. Und am Ende dieses Prozesses steht dann die Frage, ist das Instrument ready for science, ist es bereit für die Wissenschaft? Und das wird in sogenannten Science Readiness Reviews überprüft. Da werden halt die Commissioning-Daten, die aufgenommen worden sind, die ausgewertet worden sind, präsentiert. Und dann sagt eben ein Komitee, ja, super, das können wir so den Wissenschaftlern geben oder eben auch nicht. MIRI hat insgesamt vier Beobachtungsmodi und, ups, Entschuldigung, nein, ach nein. Nein, sorry. So, insgesamt vier Beobachtungsmodi und der letzte ist am 29. Juni diesen Jahres erfolgreich abgenommen worden. Und damit war MIRI ready for science und damit durfte man natürlich auch anstoßen und feiern. Und danach waren wir und sind wir jetzt fertig für großartige Wissenschaft mit James Webb und darüber werden jetzt meine Kollegen und Kolleginnen Ihnen etwas erzählen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Silvia. Ich würde sagen, so Fragen und so, das machen wir am besten ganz am Schluss, wo wir mal gucken, dass wir halt den Fluss so ein bisschen beibehalten und merken sich Ihre Fragen und dann komm mal durch. So, es geht jetzt richtig los mit diesen wissenschaftlichen Daten. Als erstes haben wir Fabian Walter da, der uns etwas über diese neuen Aufnahmen erzählen möchte. Fabian Walter ist Wissenschaftler, auch am Max-Planck-Institut für Astronomie und ganz speziell sein Gebiet, das ist wirklich das junge, frühe Universum, also so da, wo die ersten Galaxien entstanden sind vor vielen, vielen Milliarden Jahren. Das ist natürlich sein Fachgebiet und er ist dafür natürlich absolut prädestiniert, uns jetzt erstmal ein bisschen was darüber zu erzählen. Ja, bitteschön. Vielen Dank, Markus. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen.
Ich grüße auch alle, die online zugeschaltet sind. Ja, und das ist natürlich hier ein toller Tag heute, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben heute zum ersten Mal die Bilder gesehen, die dieses James-Webb-Teleskop innerhalb der letzten Wochen aufgenommen hat. Und wir haben die auch erst vor wenigen Stunden bekommen. Ja. Ich hatte dann versucht, die Bilder runterzuladen vom NASA-Server. Der ist dann erstmal zusammengebrochen, nicht wegen mir, sondern wegen den Millionen Leuten, die das auch gleichzeitig versucht haben. Kurze Panikattacke bei mir, weil ich dachte, oh je, was mache ich dann heute Abend? Ist aber nochmal alles gut gegangen. Und was wir nicht vergessen dürfen bei den Bildern, die ich Ihnen zeigen werde und auch die Kolleginnen und Kollegen nach mir, dass das wirklich nur die allerersten Beobachtungen sind. Ja. Also da kommt noch ganz viel mehr. Das sind wenige Stunden Beobachtungszeit, die hier freigegeben worden sind heute. Und sie sehen trotzdem schon spektakulär aus. Ich werde über die Galaxienbilder berichten, die heute veröffentlicht wurden. Das sind einmal nahe Galaxien, aber auch Galaxien, die wirklich sehr weit weg von uns sind. Und ich möchte nur das in Kontext kurz setzen, dass natürlich das ganze Universum seinen Ursprung hatte mit dem Urknall, hier als Big Bang dargestellt, vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren. Zu dem Zeitpunkt gab es natürlich noch keine Galaxien. Ja, da war das Universum sehr, sehr klein und sehr dicht. Es gab keine Sterne und Galaxien. Und erst durch die Expansion des Universums konnte sich das Gas abkühlen, was damals schon vorhanden war. Und erst später konnten sich die ersten Sterne und ersten Galaxien bilden, was hier als First Stars und First Galaxies dargestellt sind. Und danach sind die Galaxien gewachsen, zum einen durch Akkretion von Gas und zum anderen, weil sie miteinander verschmolzen sind. Und irgendwann sind die Galaxien so groß gewachsen, wie wir sie heute sehen. Und wir haben jetzt hier einfach nur schematisch dargestellt. Das James-Webb-Teleskop schaut quasi hier zurück in die Vergangenheit. Es sieht nahe Galaxien, aber es sieht eben auch Galaxien, die ganz weit weg von uns sind. Ein ganz besonders wichtiger Punkt hier ist eben, dass das Universum immer noch expandiert. Das ist auch der Grund, warum es uns überhaupt gibt, ja, weil eben alles abgekühlt ist. Aber die Expansion hat auch zur Folge, dass die Galaxien rot verschoben uns erscheinen. Ich will jetzt nicht zu sehr hier in die Technik eingehen, aber im Prinzip geht es darum, dass die Galaxie ihr Licht ausstrahlt. Und durch die Expansion wird das Licht immer langwelliger und das nennen wir rot verschoben. Das heißt, blaues Licht beobachten wir irgendwann als rotes Licht und rotes Licht als noch röteres und irgendwann infrarotes Licht. Der Witz ist jetzt dabei, dass je weiter die Galaxie von uns entfernt ist oder je früher wir die Galaxie beobachten, desto röter ist das Licht. Und mit Hubble konnten wir eben in einen Beobachtungsbereich gehen von ungefähr 2 Mikrometern. Unser Auge beobachtet oder kann sehen von ungefähr 0,3 bis 0,8 Mikrometer, also hier in diesem Diagramm ganz links, während eben Hubble bis 2 Mikrometern beobachten konnte. Und der Clou von dem James-Webb-Teleskop ist, dass es eben jenseits der 2 Mikrometer extrem sensitiv ist. Das ist wirklich der Grund, warum das James-Webb-Teleskop gebaut wurde, um diese ganz frühen Galaxien zu detektieren, die Hubble einfach nicht sehen würde, weil sie zu weit rot verschoben sind. Hubble ist einfach blind für die. Und wie der Oliver Krause vorhin schon erwähnt hat, gibt es mittlerweile viele, viele tolle andere Anwendungsmöglichkeiten für das Webb-Teleskop, die weit über diesen Bereich hinausgehen. Ich fange an mit den nahen Galaxien, die heute veröffentlicht wurden. Das ist eine nahe Galaxiengruppe für diejenigen, die sich am Sternenhimmel auskennen. Es gibt die Andromeda-Galaxie, Andromeda-Sternbild, nebendran Pegasus. Und natürlich in der Andromeda-Galaxie. Die Andromeda-Galaxie ist in der Andromeda. Und dann gibt es in dem Pegasus-Sternbild das sogenannte Stephans-Quintett, was schon seit vielen, vielen Jahren bekannt ist. Es ist eine Gruppe von Galaxien, die sehr nah beisammen steht. Jetzt weiß ich nicht, ob mein Doktorvater Uli Klein zuhört heute, aber er hat ja ein spektakuläres Bild auf seiner Homepage, das er selbst aufgenommen hat mit seinem Teleskop. So sieht es aus mit einem kleinen Hobby-Teleskop, das Stephans-Quintett. Und die ganzen Punkte, die wir hier sehen, sind Sterne in unserer eigenen Galaxie. Wir müssen ja durch unsere Galaxie durchschauen, um diese anderen Galaxien zu sehen. Zum nächsten Bild zeige ich Ihnen jetzt das James-Webb-Bild. Das ist das Bild, was heute veröffentlicht wurde von diesen Stephans-Quintett. Das sind hier 5 Galaxien, die offensichtlich stark miteinander wechselwirken. Die sind so stark, dass sie sich gegenseitig fast durchdringen und auf Kollisionskurs sind. Das ist einer der Mechanismen, wie wir glauben, dass Galaxien im Laufe der Zeit immer größer werden. Ja, durch zum Beispiel Verschmelzen von kleineren Galaxien.
Dieses Bild ist wirklich komplett spektakulär. Und wenn Sie es so sehen, dann kann man das eigentlich gar nicht so richtig wertschätzen, weil unser Auge das gar nicht richtig auflösen kann. Also ich würde Ihnen allen raten, wenn Sie wirklich interessiert sind an diesen Daten, gehen Sie auf die ESA oder die NASA-Webpage und laden sich die Bilder in voller Auflösung runter, weil dann werden Sie nämlich sehen, dass hier ein unglaubliches Detail zu erkennen ist, was wir so nicht sehen können. Ich wollte nur kurz davor sagen, eine von diesen Galaxien gehört gar nicht zur Gruppe dazu. Es stellt sich raus, dass eine Galaxie tatsächlich eine Projektionsgalaxie ist. Ja? Die ist einfach zufällig zwischen uns und der Gruppe, die nur aus 4 Galaxien besteht. Aber trotzdem mache ich jetzt mal eine kleine Ausschnittsvergrößerung von dieser einen Galaxie. Und was man hier wirklich jetzt erstmal erkennt, ist diese unglaubliche Struktur in den Daten. Wir können hier sogar einzelne Sterne auflösen in dieser nahen Galaxie. Diese Punkte sind alles Sterne in dieser Galaxie. Das ist absolut komplett verrückt. Ein bisschen weggehen vom zentralen Quintett, das war jetzt hier oben links im Bild, sehen wir auf einmal ganz viele Galaxien im Hintergrund. Das macht ja auch Sinn. Wir schauen zwar das Quintett an, aber natürlich sind auch im Universum dahinter Galaxien, die wir hier auch sehen werden, dazu später mehr. Also hier sind nur ganz wenige Sterne in unserer Galaxie zu sehen. Das sind diese hellen weißen Punkte. Vielleicht zähle ich hier 10 oder 12. Alle anderen Punkte, die Sie sehen, sind Galaxien. Hier nochmal ein bisschen rausgezoomt, das James-Webb-Bild. Und James Webb, sehen Sie ja hier, hat in verschiedenen Filtern beobachtet, weswegen wir hier diesen Farbeindruck bekommen von Rot bis ins Blau. Also Blau ist jetzt in dem Fall nicht unser Blau, sondern das eher im Infrarot liegende Blau. Und das Rote ist dann das weiter im Infrarot liegende Rot. Man kann dann die Filter nochmal aufteilen und nur gewisse Filter zeigen, was ich jetzt im nächsten Bild zeige. Das gleiche Bild, nur jetzt die längsten Wellenlängen, also die rötesten Wellenlängen in dieser Galaxienansammlung. Und das ist wirklich, finde ich, extrem spektakulär. Ich gehe nochmal kurz reingezoomt. Ja, also nochmal reingezoomt sieht das Ganze so aus. Die Galaxie zu ihrer Linken ist die Galaxie, die eigentlich nicht dazugehört. Und wenn Sie jetzt nur mal auf diese blaue linke Galaxie schauen und den Rest mal vergessen, so sieht eine Galaxie aus, ja, wie wir das uns vorstellen. Da gibt es Struktur, vielleicht eine Spiralstruktur, darin entstehen Sterne. In gewisser Weise angeordnet. Ja. Allerdings, wenn Sie jetzt hier rechts schauen, auf diese 4 anderen Galaxien, ist das komplette Chaos. Das ist komplette Chaos, weil die Galaxien durcheinander durchfliegen. Das bedeutet, dass das Gas in der Gegend rumschwirrt und dann Sterne sich bilden, wo auch immer Gas kollabiert. Gar nicht mal unbedingt da, wo die Galaxien vorher waren. Und das ist wirklich ein Bild, wie wir es so noch nicht kannten. Ja? Und das ist unglaublich, was wir hier an Informationen haben, die wir natürlich in Zukunft analysieren werden. Ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück. Also alles, was ich bis jetzt gezeigt habe, sind Bilder, so wie Ihre Kamera das machen würde oder Ihr Handy, nur eben im infraroten Bereich. James Webb geht darüber hinaus, das wurde auch schon erwähnt von der Silvia und vom Oliver, dass hier auch Spektroskopie gemacht wird. Das heißt, das Licht kann auch zerlegt werden nach Wellenlängen. In der Tat ist es eben möglich, sogenannte Datenkuben zu erzeugen, ja, wo wir also in der einen Dimension die eine räumliche Achse haben, in der zweiten Dimension die zweite räumliche Achse und dann haben wir eine dritte Dimension, die dann in der Tat die Frequenz oder die Wellenlänge des Lichtes ist. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir dann Physik machen können. Ja? Weil da können wir dann rausbekommen, welche Spektrallinien in diesen Galaxien vorhanden sind und wir sehen eben wesentlich mehr als nur ein Bild, was alles beinhaltet, Spektrallinien und Kontinuumsemissionen. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und das wurde auch schon gemacht mit diesen allerersten Daten, dass diese Spektralien, wenn man genau hinschaut, können sich die bewegen. Die können auf uns zukommen oder von uns weggehen. Wenn die auf uns zukommen, sehen wir die blau verschoben. Wenn die von uns weggehen, sehen wir sie rot verschoben. So können wir sogar schon die Bewegungen von Gas innerhalb dieser Galaxien studieren. Das sind also völlig neue Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, im nahen Infrarot die Galaxien zu studieren in Bereichen, die vorher einfach nicht sichtbar waren für uns, schon gar nicht mit dem Hubble-Weltraumteleskop.
kann nochmal einen Schritt weiter gehen und dann die Spektren noch weiter zu legen. Man sieht dann eben die gesamte chemische Komposition in diesen Galaxien. Und es wird dann besonders spannend, wenn wir dann zu höher rot verschobenen Quellen gehen, die wir sehen, als das Universum jünger war, als es heute ist. Das bringt mich jetzt zu den hochrot verschobenen Galaxien. Sie hatten es vorhin schon gehört vom Oliver Krause und von der Silvia, dass die ganzen Daten vor ungefähr 2 Stunden veröffentlicht wurden. Das stimmt nicht ganz. Und zwar hat gestern Präsident Biden eine Pressekonferenz abgehalten und das allererste Bild präsentiert. Das war um 6 Uhr Abend Eastern Time, das war kurz nach Mitternacht bei uns. Also er hat wirklich diese Daten vorgestellt. Das kann man sich eigentlich, muss man sich mal vorstellen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten die Zeit findet, die ersten Bilder von so einem Weltraumteleskop vorzustellen. Das fand ich sehr beeindruckend. Was hat er uns gezeigt? Das war die erste Aufnahme von dem tiefen Universum. Das war es nicht, aber ich zeige den Mond sehr gerne, weil jeder hat den Mond schon mal gesehen am Himmel. Wenn man genau hinschaut, kann man auch auf dem Mond vielleicht Krater erkennen. Und wenn Sie sich den kleinsten Krater vorstellen, den Sie gerade so erkennen können, ist das ungefähr das Gebiet des Himmels, was wir jetzt gleich anschauen werden. Was ich damit sagen will, es ist ein ganz ultra kleiner Bereich am Himmel, wo einfach jetzt das Webb-Teleskop ein paar Stunden hingeschaut hat. Und es waren wirklich nicht mehr als ein paar Stunden. Und dann schauen wir mal, was das Teleskop gesehen hat. Erstmal schauen wir, was Hubble gesehen hat. Hubble hat Folgendes gesehen. Das Hubble-Weltraumteleskop hatte diese Region am Himmel schon mal angeschaut und hat hier Folgendes gesehen, nämlich schon einige Galaxien, so komische Arme, die ich gleich noch im Detail beschreiben werde. Jetzt zeige ich Ihnen das Webb-Bild dazu. Man sieht hier auf den ersten Schlag natürlich, dass das Ganze viel heller erscheint. Das liegt daran, dass einfach die Galaxien, die Hubble schon sehen konnte, jetzt viel leuchtkräftiger sind, einfach weil das Webb-Teleskop wesentlich wesentlich leistungskräftiger ist und wesentlich geringere Strahlung aufnehmen kann als das Hubble Space Teleskop. Ich gehe mal kurz hin und her. Nicht zu schnell, dass die Leute, die online sind, auch verfolgen können. Wenn Sie jetzt vielleicht ganz gute Augen haben, dann werden Sie feststellen, dass hier in dem James-Webb-Bild neue rote Punkte zu sehen sind, die im Hubble-Bild nicht zu sehen sind. Zum Beispiel oben links im Bild. Sieht jemand den roten Fleck? Das ist einer der Gründe, warum dieses Teleskop gebaut wurde, ist, solche Galaxien zu finden, die zwar da sind, die sind aber so hoch rot verschoben, dass selbst Hubble die niemals sehen konnte. Auch dieses Bild, bitte tun Sie mir den Gefallen, wenn Sie Interesse daran haben, laden Sie sich das Bild runter, trinken Sie was dazu, und Cola oder auch ein Wein. Und da kann man wirklich stundenlang sich vertiefen. Ich sollte vielleicht noch was anderes erwähnen, weil es gibt ja hier diese roten Bögen, sage ich mal. Die kommen daher, dass hier eine ganz besondere Region am Himmel ausgesucht wurde, nämlich eine, wo wir zwar tief ins Universum schauen können, das können wir in jede Region machen, das ist egal, wo wir hinschauen, aber es gibt manche Regionen am Himmel, wo noch Galaxien sind, die den Effekt noch verstärken. Quasi, wir haben schon ein tolles Teleskop gebaut, aber wir können auch noch eine sogenannte Gravitationslinse benutzen im Weltraum, die dann nochmal den Effekt verstärkt und nochmal die Galaxien vergrößert und verstärkt, die hinter dieser Gravitationslinse liegen. Nur kurz hier schematisiert, dass eben die Galaxie, die ganz bei hoher Rotverschiebung liegt, wir sind hier sie als Galaxy bezeichnet, wir sind auf der Erde, stimmt in dem Fall nicht ganz, weil wir sind ja außerhalb der Erde mit James Webb, aber die Idee ist die gleiche, dass eben das Licht von diesem Cluster, der im Vordergrund sitzt, abgelenkt wird und dann diese Bögen am Himmel erzeugt. Das ist eine sehr trickreiche Technik, um eben noch tiefer in die Vergangenheit schauen zu können. Aber ich will jetzt noch ein bisschen mehr, nur noch ein paar Minuten verbringen, hier ein bisschen rein zu zoomen, damit man ein Gefühl für die Datenqualität bekommt.
Ich denke, Sie können es gut sehen. Ich glaube, wir müssen nicht weiter abdunkeln. Aber was ich hier wirklich nochmal klar machen will, ist, dass selbst den kleinsten Fleck, den Sie hier sehen, ja, suchen Sie sich irgendwie ganz leuchtschwachen Flecken aus hier. Ich sehe hier bestimmt Hunderte allein in diesem kleinen Ausschnitt. Ist eine Galaxie. Dieser kleine Fleck ist nicht ein Stern. Dieser kleine Fleck besteht aus Hunderttausenden, Millionen, wenn nicht 10 Millionen einzelnen Sternen, die natürlich selbst das James-Webb-Teleskop nicht räumlich auflösen kann. Allein in diesem einen Bild, in diesem ersten Bild, gibt es 10.000 Galaxien, die wir jetzt im Detail untersuchen können. Hier haben wir einen Ausschnitt, wo sehr viele rote Galaxien sind. Das sind die Galaxien, die mit Hubble nicht gesehen werden konnten. Also Hubble könnte hunderte von Stunden auf das Feld schauen. Das wird niemals diese Galaxien sehen, weil die einfach zu entfernt sind. Das wollte ich jetzt zeigen, weil hier ist jetzt die Galaxie drauf, die ich am coolsten fand. Ganz links, die so ein bisschen verformt ist. Also das ist von der Gravitationslinse. Die sieht natürlich nicht in Wirklichkeit so aus, sondern die ist irgendwie verformt worden von dieser Gravitationslinse. Wie gesagt, also Sie können dann an irgendeiner beliebigen Stelle reinzoomen, sich die Galaxien anschauen. Manche haben Spiralstruktur. Manche sehen irgendwie verzerrt aus. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Auch hier wieder sehen wir ein Bild, wie es Ihr Handy machen würde, wenn es so groß wäre wie das James-Webb-Teleskop und auch Infrarotdetektoren hätte. Aber auch wie schon gezeigt, im Beispiel der nahen Galaxien kann Webb wesentlich mehr. Es kann nämlich Spektren ziehen von diesen Galaxien. Und das ist jetzt hier gezeigt. Hier sind jetzt so vier rote Galaxien dargestellt, die hier in diesem Bild gefunden wurden. Und man kann dann ein Spektrum bestimmen mit diesem Webb-Teleskop. Und über das Spektrum kann man dann tatsächlich herausbekommen, was die Rotverschiebung ist, was dann wiederum aussagt, zu welcher kosmischen Zeit wir diese Galaxie beobachten können. Und Sie sehen schon hier angeschrieben, die unterste, wenn ich das hier richtig lese, ist 13,1 Milliarden Jahre alt. Ja. Wir sehen die Galaxie so, wie sie vor 13,1 Milliarden Jahren aussah. Der Urknall war vor 13,8 Milliarden Jahren. Ja, das heißt, diese Galaxie ist ungefähr 700 Millionen Jahre nach dem Urknall. In dem Zeitpunkt sehen wir sie jetzt gerade. Das ist schon komplett verrückt, dass man mit wenigen Stunden Beobachtungszeit diese Spektren kriegt. Das war also der Traum der Astronomen für eine lange, lange Zeit. Es wird noch besser. In diesem einen Fall von dieser Galaxie, die 13,1 Milliarden Jahre das Licht unterwegs war, bis es bei uns gelandet ist, kann man nur wirklich vollkommene Spektroskopie machen und Sauerstofflinien, also hier als Oxygen bezeichnet, Wasserstofflinien, Hydrogen und Neon. Also alle möglichen chemischen Elemente können wir jetzt in diesen Galaxien nachweisen. Und natürlich dann vergleichen mit den Galaxien, die wir heute im Universum sehen. Und damit werden wir rausbekommen, wie die Galaxien sich entwickelt haben im Laufe der Milliarden Jahre. Und mit dem Bild möchte ich enden und Sie daran erinnern, das ist nur der Anfang. Vielen Dank. Ja, fantastisch. Ne? Herzlichen Dank, Fabian. Aber wir machen auch gleich weiter. So, jetzt kommt wieder Oliver Krause dazu. Der hat nicht jetzt irgendwas vergessen, sondern er ist natürlich auch ein Experte für Spätphasen von Sternen. Und was wir jetzt hier sehen, das ist etwas, was eben so etwas ist, eine Spätphase von Sternen, was das James-Webb-Weltraumteleskop beobachtet hat. Und das wird er uns nun erklären. Ja, danke, Markus. Ja, wir gehen jetzt wirklich aus den Tiefen des Universums zurück in unsere eigene Milchstraße. Also wir leben ja in einer von diesen Galaxien, die der Fabian Walder gerade gezeigt hat. Die besteht aus 100 Milliarden von Sternen. Und unsere Sonne ist einer dieser Sterne. Und diese Sterne leben eigentlich die meiste Zeit, vor allem unsere Sonne, glücklich vor sich hin, erzeugen Energie, leuchten und haben da eben ihr Sternendasein. Und jetzt ist es aber so, dass das eben nicht alles ist, sondern Sterne haben dann eben typischerweise noch zwei Phasen, die natürlich
entscheidend sind. Das erste ist, sie waren mal geboren und da wird am Ende der Hendrik Lind später ein Beispiel bringen aus der Sternentstehung und sie starben am Ende auch. Und die nächste Beobachtung von James Webb, das ist jetzt ein so ein Endstadium eines Sterns. Und ich beginne jetzt einfach mal mit dem Bild, was James Webb aufgenommen hat, oder die Bilder. So, also was wir jetzt hier sehen, das ist im Prinzip ein sogenannter planetarischer Nebel. Das ist ein Stadium im Leben eines sonnenähnlichen Sterns wie unsere Sonne. Also unsere Sonne wird einmal später so aussehen. Und zwar ist die Sonne jetzt ja im Moment ist 5 Milliarden Jahre alt. Die erzeugt Energie dadurch, dass im Wesentlichen Wasserstoff in der Kernfusion zu Helium verbrennt, also vier Wasserstoffatome waren letztendlich zu Helium umgewandelt und dabei wird Energie frei. Und es ist sozusagen, dieser Stern ist durch seine Schwerkraft quasi in einem stabilen Zustand und der brennt so vor sich hin und die Sonne macht es noch relativ lange. Also die ist jetzt gerade mal 5 Milliarden Jahre alt, die wird es noch mal weitere 5 Milliarden Jahre machen und wird dabei aber im Lauf der Jahre dann doch merken, dass der Brennstoff so langsam zu Ende geht. Die wird dann erstmal beginnen, ein bisschen heißer zu werden, weil der Stern im Zentrum dann eben beginnt, dem entgegen sich zu setzen. Es wird weniger Energie produziert, es kollabiert dann weiter, wird heißer. Und irgendwann beginnt dann dieses Brennen auch anders abzulaufen. Es gibt dann Schalen von diesem Wasserstoffbrennen. Und ganz am Ende, wenn dann eben eine Energieknappheit eintritt, dann wird irgendwann die Temperatur dann durch den Kollaps so groß, dass es eben zu einem Heliumbrennen kommt. Das heißt, die Asche, die da entstanden ist, das Helium am Anfang, was jetzt produziert wird, die wird dann kurzzeitig quasi gezündet werden zu so einer Kernfusion und die wird dann Teile dieses Sterns wegblasen in das interstellare Medium. Also der Stern wird sich auch ausdehnen, das wird dann ein sogenannter roter Riese werden. Und das ist genau das Stadium, was man hier sehen. Also das ist jetzt die erste Aufnahme, die heute gezeigt wurde. Das ist die NIRCAM-Aufnahme. Die ist jetzt bei kürzeren Wellenlängen aufgenommen im nahen Infrarot. Und was man jetzt hier sieht, ist mehr oder weniger ist Material von dem Stern, von der ehemaligen Sternkern, der jetzt eben das in den Weltraum herausgeblasen wurde. Das ist im Wesentlichen molekularer Wasserstoff, was man da sieht, dieses orange Leuchten. Also da hat sich jetzt im Prinzip aus diesem Wasserstoffgas durch Kondensation schon molekulares Gas gebildet. Und was man auch sieht, ist, dass sich da im Staub gebildet haben. Und das ist auch im Prinzip der wichtige Aspekt von diesen Objekten, dass eben das Material, aus dem wir bestehen oder aus dem unsere Erde besteht, das ist ja kein Gas, sondern es ist offensichtlich, sind zum einen feste Substanzen, Festkörper, Silikat, Staub. Und es gibt natürlich auch schwere Elemente, wie zum Beispiel, was erstmal gar nicht so im Weltraum existiert hat. Und es wird eben im Prinzip in solchen Sternen während ihres Lebens erzeugt und die werden dann quasi freigesetzt später ins interstellare Medium. Und was natürlich jetzt hier fasziniert ist, ist natürlich wieder diese unglaubliche Detailschärfe. Also wenn man jetzt hier ein bisschen reinzoomt, dann sieht man jetzt quasi, dass das jetzt eben nicht irgendwo homogen passiert, dass dieses Material von dem Stern freigesetzt wird, sondern das ist äußerst turbulent. Man sieht da unglaublich viele Strukturen, wie sich jetzt sozusagen das zirkumstellare Medium dort ausbildet, wie sozusagen jetzt dieses molekulare Gas sich da bildet. In einer anderen Region, das ist eher so oben links gewesen vorher, da sieht man auch solche filamentartigen Strukturen. Das sind offensichtlich jetzt Kanäle, wo sozusagen diese UV-Strahlung von dem zentralen Objekt noch durchleuchten kann. Und man sieht da sogar eine Galaxie mal wieder im Hintergrund. Also James Webb ist eben so empfindlich, dass man jetzt eigentlich überall, auch bei solchen galaktischen Objekten im Hintergrund, Galaxien sieht. Also wenn Sie dieses langgestreckte Objekt sehen im oberen Bereich, das ist eine Galaxie, die wir quasi von der Kante genau sehen. Also wir sehen jetzt nicht die Galaxienscheibe von oben, sondern die ist genau von der Kante gesehen. Und man sieht da, wenn man genau drauf schaut, sogar so einen schwarzen Streifen. Das ist eben der Staub in dieser Galaxie. Und weiter außen, diese noch rötlicheren Punkte, sind eben auch Galaxien, so wie der Fabian Walter gerade gezeigt hat, bei größeren Entfernungen, die halt wirklich in diesen Nahinfrarotbildern jetzt auftauchen.
So, jetzt, das war jetzt die kurzwellige Aufnahme, wo wir jetzt im Wesentlichen diese Aspekte des Sterns gesehen haben. Und wenn man jetzt zu längeren Wellen geht, das ist jetzt das MIRI-Instrument, da sieht man jetzt wieder was anderes im Wesentlichen. Also da sieht man jetzt erstmal global wieder diese Struktur. Man hat jetzt mehrere Farben, die man hier so dominant sehen kann. Da gibt es jetzt erstmal in der Mitte so einen roten Bereich. Das ist jetzt wesentlich noch ganz heißes Gas. Also der Stern, die Sternleiche sozusagen, jetzt muss ich mal ganz kurz hier hoch zeigen. Dieser Stern hier, also dieser linke von den beiden, das ist eigentlich das Endstadium des ursprünglichen Sterns, was da entstanden ist. Wenn ich nochmal zurückgehe, bei dieser kürzeren Wellenlänge sieht man eigentlich nur diesen hellen Stern. Das ist aber gar nicht, der hat nichts damit zu tun erstmal. Also das Ende des Sterns ist wirklich der linke von den beiden. Das ist ein sogenannter weißer Zwerg, der da jetzt entstanden ist. Und der ist eben sehr relativ heiß. Das ist quasi der Kern, der da übrig geblieben ist nach dem Abstoßen der Hülle. Der ist sehr heiß, 100.000 Grad. Und der erzeugt dadurch sehr viel harte UV-Strahlung, die so hochenergetisch ist, dass sie dieses Gas drumherum ionisiert und auch stark ionisiert. Und was man im Roten sieht, das ist im Wesentlichen eine hochionisierte Argonlinie, die in diesem Infrarotband dann zu sehen ist bei den langen Wellenlängen. Deswegen sieht es so rot aus. Also das heißt jetzt nicht, dass es kühl ist oder so, sondern das ist im Wesentlichen diese Argon-Emission. Und was man jetzt als weißes, türkises Leuchten sieht, was so ein bisschen ähnlich verteilt ist wie auf dem Bild zuvor, das ist im Wesentlichen Staub, der da entstanden ist. Also in der Astrophysik ist das ein Terminus. Das sind im Wesentlichen feste Partikel und es können aber auch schon große Moleküle sein. Speziell hier ist es jetzt so, das sind im Prinzip relativ große Kohlenwasserstoffmoleküle, die man da hat, die sozusagen geheizt worden durch diese UV-Strahlung. Die absorbieren mehr oder weniger ein UV-Photon und werden dadurch relativ hoch geheizt, werden dann relativ heiß und strahlen dann diese Strahlung wieder ab. Im Infraroten haben da auch charakteristische Banden, wo sie das machen. Und das sieht man eben jetzt hier sehr schön. Also man sieht im Prinzip auch genau die gleichen Strukturen wie vorher in dem molekularen Wasserstoff. Und es ist jetzt im Prinzip deswegen, weil der molekulare Wasserstoff eben auch diese Staubpartikel benötigt, um überhaupt sich daran zu bilden. Also das ist so ein Kondensationskeim, das sich dann eben molekulares Gas bilden kann. Und also auch hier sieht man eben, dass man jetzt wirklich mit einer unglaublichen Schärfe auch jetzt diese ganzen Prozesse analysieren kann. Also das ist jetzt eben genau der Aspekt von James Webb, dass man eben eine Menge von Physik machen kann, indem man jetzt in diesen wichtigen Wellenlängenbereichen solche physikalischen Prozesse anschauen kann. Also hier nochmal jetzt der Vergleich. In der Mitte diese Blase, die ist im Infrarot, im nahen Infraroten blau, im anderen dann rot. Das ist dieses ionisierte Gas. Und dann gibt es außenrum diese Struktur, in der jetzt wirklich frisch entstandener Staub ist und auch dieses molekulare Wasserstoffgas. Und das ist eben letztendlich sehr wichtig. Und im Prinzip, das kann ich vielleicht noch kurz zeigen, worum es letztendlich geht, ist wirklich der Materiezyklus in unserem Universum. Also weil eben wir selbst letztendlich, das gibt ja das schöne Wort, wir sind Sternenstaub, was natürlich so erstmal stimmt, weil am Anfang im Universum wirklich nur Gas war und im Lauf der Generationen von Sternen sind dann schwere Elemente entstanden, die Planeten, dass die entstehen konnten, dazu mussten schwere Elemente und auch feste Körper da sein und das ist eben alles im Lauf der Generationen in den Sternen entstanden und es ist natürlich jetzt sehr wichtig, diese Prozesse im Detail zu untersuchen. Und da wird eben James Webb enorm weiterhelfen mit der Wellenlängenabdeckung, mit der räumlichen Auflösung und mit den ganzen spektralen Möglichkeiten, da eben die sowohl den Staub als auch das molekulare Gas zu untersuchen. Ja, herzlichen Dank nochmal, Oliver, jetzt für die tolle Einblicke. Und wir gehen jetzt gleich weiter zum nächsten Thema. Jetzt geht es halt um Sternentstehung. Das ist also sozusagen die Phase in einem Lebenszyklus eines Sterns, die genau auf der anderen Seite liegt von dem, was der Oliver gerade erzählt hat, nämlich am Anfang. Und da gab es heute auch ein fantastisches Bild dazu. Und dazu wird uns Hendrik Linz, auch vom Max-Planck-Institut, hier nebenan einiges erzählen können. Er ist selber sehr erfahrener Wissenschaftler im Bereich der Sternentstehung, hat aber auch, so wie ich früher mal, in der Abteilung von Oliver Krause gearbeitet. Also der kennt sich auch sehr gut mit Raumfahrt, Weltraumfahrt, Instrumentierung aus. Und ja, hören wir mal, was er zu sagen hat. Ich bin auch gespannt, was ich zu sagen habe. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute hier mit dabei sein kann und Ihnen ein bisschen was zeigen kann von diesen ganz tollen
Bildern, die wir heute zum ersten Mal gesehen haben. Ich möchte diese Idee aufgreifen von dem Materiezyklus. Oliver Krause hat eben schon gesagt, so wie das da auf dieser rechten Seite vorangeht, die Sterne sind auf der Hauptreihe, irgendwann entwickeln sie sich weiter und zerblasen sich in verschiedenster Art und Weise, entweder als roter Zwerg und planetarer Nebel oder auch als Supernova-Explosion zum Beispiel. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los in unserer Milchstraße. Also man hat wieder erst heiße Wolken, dann können da kalte Wolken rauskondensieren. Und dann sind wir von der Sternentstehungsfront, wir sind dann so in diesem Bereich unten links. Also wenn es dann mal in den Molekülwolken dichte Kerne geschafft haben zu kondensieren, dann werden wir hellhörig, weil dann schauen wir, wie da die Sterne entstehen, wie sie auf dem Weg von diesen kalten Molekülwolkensternen dann hin zu Protosternen sind und schließlich es schaffen, die Sterne zu werden, die wir so am täglichen, am nächtlichen Nachthimmel sehen. Sterneentstehung, ich sage Ihnen hier nur mal ein paar Stichworte für Fragestellungen, die wir so haben im Rahmen der Sternentstehung und die wir auch mit James Webb adressieren wollen. Solche Fragen wie, wie akkumulieren entstehende Sterne, eben diese Protosterne, ihre Masse? Das ist immer noch eine Frage, wie da die detaillierten Mechanismen sind. Welche Rolle spielen zirkumstellare Gas- und Staubscheiben dabei? Für Leute, die strikt nur an Sternentstehung denken, die sagen sich, der Stern ist das Wichtige, was hinten rauskommt. Andere sagen sich natürlich, oh, die Scheibe ist natürlich sehr interessant, weil sich da zumindest bei den Niedrigmassensternen, die so eine Masse von einer Sonnenmasse haben und auch ein bisschen weniger, da können sich natürlich Planeten bilden und auf Planeten könnte sich Leben bilden. Und das ist natürlich ein ganz andere Richtung, die man da noch gehen kann. Aber ich bleibe bei der Sternentstehung. Mich interessieren vor allem massereiche Sterne. Und da ist eben die Frage, wie entstehen solche massereichen Sterne? Das sind also Sterne mit mehr als 8 bis 10 Sonnenmassen. Also es sind schon richtige Klopper, können bis zu 100 Sonnenmassen, kennt man bei uns in der Milchstraße, 120 Sonnenmassen, glaube ich. Wie entstehen die in sogenannten Sternenclustern? Weil diese massereichen Sterne entstehen meistens nicht alleine, sondern wirklich immer in Gemeinschaft. Und wichtig, wie regulieren Rückkopplungsprozesse diese Sternentstehung in solchen Clustern? Und solche Rückkopplungsprozesse, Feedback nennen wir das, kann eben sein ionisierende Strahlung, stellare Winde, Ausflüsse und Jets. Also nicht alles, was da passiert, ist gut für die Effizienz der Sternentstehung, sondern es kann auch in gewisser Art und Weise Sternentstehung verhindert oder zumindest reguliert werden. Ein Problem, was wir beobachtenden Astronomen bei der Sternentstehung haben, ist, ja, fast alle diese Stadien verlaufen tief eingebettet in den Geburtskokon aus dichtem Gas und Staub. Aber dafür haben wir jetzt das James Webb Teleskop. Es wurde ja schon mehrmals gesagt, es ist vorrangig ein Infrarotteleskop. Das heißt, es kann also bei längeren Wellenlängen arbeiten, deutlich längeren Wellenlängen als das Hubble-Teleskop. Ich glaube, das Hubble-Teleskop kann im Moment noch bis zu 1,8 Mikrometer Wellenlänge arbeiten. Es hatte mal eine Kamera, die etwas längerwellig noch sein konnte. Aber das ist nur so rund 2,5 Mal längeres Licht, als wir mit unseren Augen noch sehen können. Aber James Webb kann eben Wellenlängen noch detektieren, die bis zu 40 Mal länger sind als das Licht, was wir mit unseren Augen sehen können. Ich zeige Ihnen hier zwei ganz einfache Beispiele. Wozu ist das Infrarotlicht gut? Der Oliver Krause hat es ja schon erwähnt. Es verleiht einen besseren Durchblick. Sie sehen hier so eine Globule, die im Optischen blockiert die einfach das Licht der Hintergrundsterne. Man kann nicht durchgucken, das ist hier vom Boden aufgenommen. Es bleibt einfach dunkel. Aber wenn Sie dann das Infrarotlicht dazu nehmen, hier also, das ist das nahe Infrarot, das ist gleich nebenan, das ist noch nicht weit weg vom sichtbaren Licht, schon können Sie zumindest bei dieser Globule, können Sie schon durchschauen. Sie sehen da die Hintergrundsterne, die da jetzt durchscheinen. Und Oliver Krause hatte das
explizit gezeigt. Ich zeige es auch gerne nochmal. Man sieht im Infraroten, vor allem dann bei längeren Wellenlängen, man sieht deutlich anderes Material, was sich dann aufmacht, wirklich zu emittieren. Also das sind alles Bereiche aktiver Sternentstehung, die Sie hier auf dem rechten Bild sehen im Infrarotbereich, die Sie kaum irgendwie erwischen würden, wenn Sie nur im optischen Sensoren haben. Ich möchte ganz speziell was sagen zu Mit-Infrarot-Beobachtung. Das ist ein spezieller Bereich, der jetzt, der mit Hubble überhaupt nicht funktionierte. Der Spitzer-Satellit, die Silvia hatte das schon mal erwähnt, es gab den Spitzer-Satelliten, ein kleiner Satellit, 85 cm Hauptspiegeldurchmesser. Die konnten das schon mal vom Weltall aus machen, aber natürlich mit schlechter räumlicher Auflösung. Die Sache ist, wenn man im mittleren Infraroten beobachtet, dann ist man sehr sensitiv für warme astronomische Quellen, die so typische Temperaturen 150 bis 500 Kelvin haben. Also ja, Zimmertemperatur, bisschen wärmer, bisschen kälter. Das Problem ist, wenn man das mit bodengebundenen Beobachtungen erreichen will, man macht das, man versucht das, aber man ist sehr limitiert, weil natürlich auch die Temperatur der Luftsäule über einem und die Temperatur des Teleskops an sich ist natürlich auch dieselbe wie die optischen, wie die astronomischen Quellen, die man da beobachten will. Und da gibt es diesen klassischen Satz aus einem Review von 1974. Die Beobachtung bei 10 Mikrometer wurde mit der visuellen Beobachtung durch ein Teleskop verglichen, das mit Leuchtplatten ausgekleidet und von flackerndem Licht umgeben ist, als würde das Teleskop in Flammen stehen. Also sehr prosaisch, aber so schwierig wäre das wirklich vom Erdboden aus zu beobachten. Man muss dann sehr spezielle Beobachtungsmethoden benutzen. Der eine von diesem Review hier übrigens, George Reakey, der ist heute noch dabei, hat 1974 diesen Review geschrieben und jetzt ist er immer noch dabei als einer der wichtigen Leute beim MIRI-Instrument von James Webb. Das Objekt, was ich Ihnen gleich zeige, was im Rahmen dieser ersten Bilder aufgenommen wurde, ist der Carina-Nebel. Carina-Nebel kennen Sie jetzt, wenn Sie noch nicht irgendwo im Süden Urlaub gemacht haben, kennen Sie es wahrscheinlich nicht aus Ihrer eigenen Anschauung. Das ist also ein Nebel in einem südlichen Sternbild, nämlich Carina, also auf Deutsch der Schiffskiel. Und diese ganze Region ist riesig, über 200 Lichtjahre Ausdehnung des Gesamtkomplexes, ungefähr in 7500 Lichtjahren Entfernung. Dort sind mehrere Sterncluster wirklich eingebettet in dichte Gas- und Staubwolken, insgesamt über 100.000 Sonnenmassen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sternenpopulationen. Es gibt sehr junge Protosterne, die gerade entstehen. Es gibt aber auch schon sehr entwickelte Sterne, sogenannte Wolf-Rayet-Sterne. Das sind sehr massereiche Sterne, die auch schon eine staubige Hülle haben und gerade ihr Material wieder abwerfen. Und es gibt auch Anzeichen, dass da schon einige Supernovae explodiert sind. Jetzt mal sehen, ich zeige mal das Bild. Das ist eins von den zwei Bildern, die vom Carina-Nebel gemacht wurden. Und Sie können erstmal gucken und staunen, was da für eine Vielfalt an Morphologie vorhanden ist. Also wenn man da hinschaut, ist es richtig plastisch. Also man könnte denken, man kann da jetzt hineinsteigen. Das ist wie so eine Art Berglandschaft, irgendwie komischer gelber Nebel kommt den Berg herunter und oben drüber hat man den typischen blauen Nachthimmel. Aber das ist eben im nahen Infrarot aufgenommen und dann von diesem James-Webb-Team für diese ersten Bilder wirklich sehr schön massiert worden und eingekleidet worden in optische Farben, damit wir das wieder sehen können. Und das ist mit dem NIRCam-Instrument gemacht, also Bilder bei verschiedenen Wellenlängen zusammen kombiniert. Ich glaube, so insgesamt zwischen 1 und 5 Mikrometer sind da mehrere Filter genommen worden. Und man sieht hier den unteren Bereich, das ist eben sehr tief noch eingebettet. Da ist eben dichter Gas und Staub. Man sieht auch eingebettete Objekte, die hängen da drin. Das sind eben sehr junge Sterne, die sich da gerade bilden. Und man sieht dann so eine Grenzfläche.
Und oben drüber ist es dann ziemlich blau. Diese blaue Emission ist dann nur noch die Emission von bestimmten atomaren Gaslinien. Dort wird es also deutlich dünner. Und was da passiert, ist oben drüber, quasi über dem Bild, das ist jetzt nicht mit aufgenommen, da gibt es einen Cluster von sehr heißen Sternen. Das sind also schon fertig entwickelte Sterne, die haben schon Kernfusionen in ihrem Innern, produzieren massig UV-Strahlung und strahlen da jetzt auf diese dichten Gas- und Staubwolken drauf und erodieren diese Wolken langsam. Also es wird da wirklich nach und nach, wird das Material dort zerstört und abgetragen. Und unten diese Sternentstehungsbereiche, die müssen sich jetzt beeilen, mal mit ihrer Sternentstehung fertig zu werden, weil diese zerstörende Strahlung bringt halt langsam die Sternentstehung zu einem gewissen Abschluss. Haben Sie noch ein zweites Bild aufgenommen? Und das, mal sehen, das dauert ein bisschen. Ja, das ist jetzt mit der MIRI-Kamera gemacht worden. MIRI, hatte Oliver Krause gesagt, ist dieses Instrument, wo wir hier am MPIA ganz besonders beteiligt waren. Das arbeitet also bei diesen vorhin erwähnten mit Infrarotwellenlängen, also von 5 bis 28 Mikrometer. Man sieht da vor allem in diesem, jetzt gehe ich auch mal hier hoch und drücke hoffentlich nicht auf den falschen Knopf. Was ist der Laserknopf? Ganz oben. In diesem Bereich, was jetzt so rechts von der Mitte ist, da gibt es zum Beispiel einen Bereich, wo man bei dem MIRI-Bild schön zwei ungefähr gleich helle Objekte sieht, zwei Protosterne, die da gleich hell sind. Aber wenn man das NIRCam-Bild sich anguckt, alleine, dann ist nur einer von den beiden hell und der andere ist noch ziemlich gelblich schwächer. Der ist scheinbar deutlich tiefer eingebettet, aber das MIRI-Bild bringt es eben an den Tag, dass da doch ein sehr massereiches Objekt sitzt und gerade am Werden ist. Also das ist wirklich wunderbar detaillierte Aufnahmen. Das ist eben erstmal so ein Showcase, um zu zeigen, was können diese Kameras. Wir sind erst am Anfang, um zu wissen, wie man wirklich die Daten massiert. Aber dass da schon so wunderbare Bilder rausgekommen sind, das freut mich ungemein. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Hendrik. Und jetzt geht's gleich weiter. Genau, wir haben jetzt natürlich das nächste Thema. Und da haben wir jetzt leider keine Bilder, sondern eher das, was man schon als Spektrum heute gehört hat. Und wir gehen jetzt in einen Bereich, wo man auch von den Objekten eigentlich gar keine Bilder machen kann. Also das sind die Exoplaneten, nämlich die Planeten um andere Sterne. Und wir werden jetzt ein bisschen was hören, wie man die genau untersuchen kann. Und dafür haben wir Maria Steinrück hier. Sie ist eine Expertin gerade im Bereich der Forschung genau dieser Exoplanetenatmosphären, die sich um diese Planeten herum befinden. Und die wird uns jetzt ein bisschen was dazu erklären, was wir da heute gesehen haben. Dann schönen guten Abend. Ich freue mich natürlich riesig, dass ich jetzt hier bin. Wir warten jetzt alle schon seit Jahren gespannt auf diesen Moment, dass wir endlich diese Bilder sehen. Ganz am Anfang noch eine ganz kleine Anmerkung. Ich schreibe immer JWST anstatt James Webb. Das ist eine Entscheidung, die die Exoplanetenforschungsgemeinschaft relativ geschlossen getroffen hat, weil Astronomen und Astronominnen, die schwul, lesbisch, inter oder trans sind, die Entscheidung der Namensgebung kritisiert haben, weil James Webb systematisch homosexuelle Mitarbeiter entlassen hat, als er das Außenministerium der USA geleitet hat, also nicht das Außenministerium, also in einer Leitungsposition war. Und ich halte mich da, ich trage diese Entscheidung der Exoplanetenforschungsgemeinschaft mit, aber das ist jetzt in anderen Forschungsgebieten, Astromini, haben sie sich da anders entschieden. Aber das soll uns jetzt nicht von der Begeisterung von der Wissenschaft selbst abhalten. Alle von uns sind jetzt wahnsinnig begeistert und jetzt wurde dieses erste Spektrum hier veröffentlicht.
Und für viele von Ihnen, Sie sehen da jetzt einfach ein paar komische Datenpunkte und es schaut verwirrend aus und Sie wissen nicht, was es jetzt ist. Aber das Ziel dieses Vortrags ist jetzt, dass Sie am Ende verstehen, was dieses Bild hier bedeutet. Innerhalb der letzten 27 Jahre seit der Entdeckung des ersten Exoplaneten haben wir inzwischen über 5000 Exoplaneten, Planeten um andere Sterne gefunden. Und die sehen wir jetzt hier alle in diesem Diagramm. Die X-Achse hier ist die Umlaufzeit in Tagen und zur Orientierung werde ich Ihnen hier die ein paar Planeten des Sonnensystems zeigen. Und auf der Y-Achse ist die Masse im Vergleich zu Jupiter. Also die Erde haben wir hier bei 365 Tagen Umlaufzeit und Jupiter haben wir bei einer Umlaufzeit von 12 Jahren und genau eine Jupiter-Masse logischerweise. Und Neptun wäre dann hier auf diesem Diagramm. Und jetzt haben wir wahnsinnig viele Planeten gefunden, die ganz anders sind als die Planeten, die wir in unserem Sonnensystem haben. Und eine Klasse davon, die besonders gut erforscht ist, sind die sogenannten heißen Jupiter. Das sind Planeten, die sind so groß wie Jupiter. Es sind auch Gasriesen. Aber sie sind unglaublich nah an ihrem Stern dran. Viel näher, als jetzt Merkur zur Sonne ist. Und der Planet WASP-96b, von dem dieses Spektrum, das Sie gerade eben gesehen haben, ist, ist eben auch so ein heißer Jupiter. Den sehen wir hier. Er hat eine Masse, die ist ungefähr die Hälfte von Jupiter oder eineinhalb Mal so groß wie Saturn. Und eine Umlaufzeit von 3,4 Tagen ungefähr. Das heißt, ein Jahr auf diesem Planeten dauert nur 3,4 Tage. Jetzt haben wir keine direkten Bilder. Das ist jetzt nur eine Illustration von einem Künstler, wie dieser Planet aussehen konnte. Aber wir wissen trotzdem unglaublich viel inzwischen über diese Planeten. Wir wissen, dass er ein Gasriese ist. Was heißt, die Hauptbestandteile dieses Planeten sind Wasserstoff und Helium. Er hat keine feste Oberfläche. Es gibt dann aber auch noch Spurengase in der Atmosphäre, die eben die Atmosphäre prägen und die wir auch beobachten können. Dazu gehört Wasserdampf und Natrium. Die beiden haben wir bereits in dem Spektrum von den Planeten vor JWST gesehen. Und dann gibt es eben Kohlenstoffmonoxid und Methan. Die vermuten wir jetzt von den theoretischen Überlegungen her, dass sie in dieser Atmosphäre existieren müssten, aber wir haben sie selbst noch nicht nachgewiesen. Die Temperatur dieses Planeten ist auf der Tagseite ca. 12.050 Grad Celsius und auf der Tag-Nacht-Grenze, das ist die Region des Planeten, die wir hier beobachten, ist sie ungefähr 600 Grad Celsius. Dieser Temperaturunterschied ist riesig. Das liegt daran, dass dieser Planet so nah an seinem Stern dran ist. Und dadurch haben Gezeitenkräfte die Rotation des Planeten abgebremst, sodass der Planet immer mit derselben Seite zu seinem Stern zeigt. Das ist so ähnlich, wie wir immer dieselbe Seite vom Mond sehen. Das ist genau das gleiche Phänomen. Nur für diesen Planeten bedeutet es dann eben, dass es eine ewige Tagseite und eine ewige Nachtseite gibt. Und die Entfernung des Planeten zur Erde ist 1150 Lichtjahre. Also es ist schon einmal einfach ein Wahnsinn, dass dieser Planet so weit weg ist und wir können trotzdem herausfinden, woraus die Atmosphäre von dem Planeten überhaupt besteht. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie genau man das überhaupt erforscht. Da gibt es die sogenannte Transitmethode. Da nutzt man aus, dass manche Planeten eine Umlaufbahn haben, die zufällig genauso ausgerichtet ist, dass der Planet einmal pro Umlaufzeit an dem Stern vorbeizieht. Also dann verdunkelt er einen kleinen Teil von dem Stern und wir sehen, dass der Stern ein kleines bisschen schwächer leuchtet für eine kurze Zeit und dann geht das wieder zurück. Und das kann man regelmäßig beobachten und dadurch weiß man dann, da gibt es einen Exoplaneten. Das ist nur eine Methode zur Detektion von Exoplaneten. Aber es ist eine von nur zweien, mit denen man auch tatsächlich dann die Atmosphäre auch beobachten kann.
Und wenn man das dann, diesen Gedanken dann weiterspinnt, dann kann man sich das anschauen bei verschiedenen Wellenlängen oder verschiedenen Farben vom Licht. Und wenn der Planet jetzt eine Atmosphäre hat, wie eben so ein Gasriese hat, dann sieht man eben, dass wie groß der Planet ist, von der Wellenlänge abhängt. Und das kann man jetzt messen und das ist dann, was man eben ein Spektrum nennt. Und von Spektren haben Sie ja schon vorher auch im Kontext von Galaxien und dem Ringnebel und auch schon gehört. Das ist ein sehr beliebtes Werkzeug der Astronomie. Und hier sieht man eben zuerst das sichtbare Licht und die weißen Wellenlängen hier sind Infrarotlicht, die wir nicht mehr mit dem Auge sehen können. Wenn man sich jetzt anschaut, wie dieses Spektrum aussieht, wie diese Kurve, die man dann die wir jetzt unten quasi festgehalten haben, aussieht, dann kann man die mit verschiedenen Gasen vergleichen, die wir in der Erde im Labor vergleichen können und schauen, woraus besteht die Atmosphäre des Planeten. So, wie sieht das jetzt in Wirklichkeit aus? Hier sehen wir jetzt so ein Spektrum und zwar müssen Sie da nur auf diese Kreuze, diese Punkte mit den Kreuzen sehen. Die Kreuzen zeigen die Messunsicherheit an. Und die Linie, das ist nur ein Modell, wo sich Theoretiker gedacht haben, ja, das passt am besten zu der Atmosphäre, ist aber nicht die direkten Daten. Jetzt zum Vergleich nochmal zur Orientierung, hier zwischen 0,4 Mikrometern und ungefähr 0,7 Mikrometern haben wir das sichtbare Licht und alles, was darüber hinausgeht, was rechts davon ist, ist eben Infrarot. Und das ist, wo das JWST eben sich darauf spezialisiert. Hier sehen wir jetzt die Daten, die wir vor JWST gekannt haben. Zuerst gibt es da Daten vom Very Large Telescope, das ist ein bodengebundenes Teleskop in Chile und das Magellan-Teleskop, das ist ebenfalls in Chile und Daten vom Hubble-Weltraumteleskop. Und wenn man diese Daten jetzt zusammennimmt, dann sieht man hier die Signatur von Natrium und man sieht eben auch die Signatur von Wasserdampf. Da sieht man da um 1,4 Mikrometer ist der Planet ein bisschen größer als bei ungefähr 1,2 oder 1,6 Mikrometern. Und das ist eben so der spektrale Fingerabdruck von Wasserdampf. Und von dem her wusste man, das ist eine der klarsten Exoplaneten-Atmosphären, die bisher beobachtet wurden. Das heißt, bei vielen Exoplaneten hat es das Problem, dass es auch Wolken auf dem Planeten gibt, die die Sicht auf die Atmosphäre verdecken und es ist ein bisschen schwieriger festzustellen, was für Gase es dort gibt. Deswegen hat man jetzt diesen Planeten ausgewählt. Und das ist jetzt das Spektrum, das jetzt heute veröffentlicht wurde mit dem JWST. Und man sieht hier, das Spektrum geht viel weiter hinaus ins Infrarot bis 2,75 Mikrometer. Es sind jetzt mehrere Wasserdampfabsorptionsbänder sichtbar, nicht nur eines. Man sieht auch, dass die Fehlerbalken kleiner sind. Und man hat dann festgestellt, jetzt, wo wir so viel genauer hinschauen, haben wir doch auch in diesem Planeten Hinweise auf Wolken in der Atmosphäre gefunden. Nur sind sie halt weniger dominant und verdecken die Sicht nicht ganz so stark wie bei vielen anderen Exoplaneten. Aber jetzt kommt die inoffizielle Version von dem Plot. Das ist der direkte Vergleich, der heute nicht von der NASA präsentiert wurde. Möchte ich mich bei meinem Kollegen David Zink an der Johns Hopkins University bedanken, der diesen Graph gemacht hat. Also in Rot sieht man die bisherigen Daten, die wir vorher gekannt haben. Das sind hier zwei Transits mit dem Hubble-Weltraumteleskop und zwei Transits mit dem Very Large Telescope. Und das Magellan ist jetzt nicht dabei in den Daten. Aber da sieht man, wir haben viermal messen müssen, wie der Planet vorbeikommt, damit wir ein bisschen eine breitere Wellenlängenabdeckung haben. Und man sieht, die Fehlerbalken sind relativ groß. Und dann eben blau ist, was JWST mit einem einzigen Transit schafft, mit einer viel größeren Wellenlängenabdeckung und viel kleineren Fehlerbalken.
Und das ist natürlich riesig, weil das heißt, jetzt können wir in Zukunft auch die Atmosphären von kleineren Planeten beobachten, die bisher, wenn man jetzt die Unsicherheit vom Hubble-Weltraumteleskop hatte, dann ist es eben anders. Da sieht man dann eigentlich fast gar nichts, da sieht man dann wirklich nur mehr Rauschen. Also jetzt haben Sie diesen direkten Vergleich gesehen. Welche Fragen können wir jetzt in Zukunft damit beantworten? Also das Erste ist jetzt eben, wenn man sich weiterhin auf heiße Jupiter bezieht, dann können wir jetzt eben fragen, welche Konzentration haben Spurengase wie eben Wasserdampf, aber auch Methan und Kohlenstoffmonoxid, das wir jetzt noch nicht in diesem Spektrum gesehen haben, aber das war jetzt nur ein Instrument vom JWST. Dann können wir die Konzentration von diesen Gasen bestimmen. Und bisher war da einfach eine riesig große Unsicherheit in diesen Gasen, in der Konzentration. Und das können wir jetzt besser bestimmen. Und dadurch können wir diese Planeten besser verstehen und wir können sie besser vergleichen. Weil indem wir jetzt vergleichen, wie viel Wasser ist da vorhanden im Vergleich zu zum Beispiel Jupiter und Saturn, können wir sagen, sind diese Planeten jetzt ähnlich entstanden wie Jupiter und Saturn oder sind sie doch anders entstanden? Die zweite Frage, die ich persönlich noch viel spannender finde, ist, woraus bestehen die Atmosphären von Mini-Neptunen? Mini-Neptune sind Planeten, die sind kleiner als Neptun, aber noch immer Gasriesen. Und wir haben keinen solchen Planeten im Sonnensystem, aber wir haben herausgefunden, dass es wahnsinnig häufige Planeten sind, die haben wir in total vielen anderen Sternsystemen beobachtet. Und wir konnten aber jetzt noch nicht herausfinden, woraus bestehen diese Atmosphären. Sind die noch immer hauptsächlich wasserstoffdominiert? Oder könnte es sein, dass da jetzt eher eine CO2-Atmosphäre ist oder eine Wasserdampfatmosphäre? Und wie verhalten sich diese Gase zueinander? Das konnte man eben man hat erste Schritte mit dem Hubble-Teleskop damit gemacht, aber die Qualität der Daten war einfach relativ schlecht und es gibt nur wenige Planeten, mit denen man es überhaupt machen konnte und es waren relativ unschlüssige Daten und jetzt können wir diese Frage hoffentlich bald beantworten. Und dann eine weitere Frage, die eine absolut brennende Frage ist, es haben Planeten in der habitablen Zone von M-Zwergen Atmosphären. M-Zwerge sind die kleinsten Sterne, die es gibt, aber auch gleichzeitig die häufigsten Sterne im Universum. Und die habitable Zone, Zone, in der flüssiges Wasser möglich ist auf einem Planeten, der Abstand vom Stern, in dem der Planet sein muss dafür, ist sehr viel näher an den Sternen für solche M-Zwerge. Jetzt haben diese M-Zwerge in ihrer frühen Lebenszeit aber eine wahnsinnig hohe UV-Strahlung und auch Infrarotstrahlung, die Atmosphäre von einem Planeten sozusagen verdampfen könnte. Und es gibt jetzt viele Modellrechnungen und manche von ihnen sagen, diese Planeten sollten einfach keine Atmosphären mehr haben. Andere Modellrechnungen sind da optimistisch, sagen, ja, diese Planeten haben wahrscheinlich noch Atmosphären. Und jetzt können wir mit dem JWST, können wir jetzt endlich nachschauen, haben diese Planeten tatsächlich eine Atmosphäre? Und das wird einfach riesige Konsequenzen haben für die weitere Suche nach Leben im Universum. Weil dann wissen wir, sollen wir uns mehr weiterhin auf diese Planeten konzentrieren, weil die sind leichter zu beobachten als jetzt erdähnliche Planeten in der habitablen Zone um einen sonnenähnlichen Stern. Oder müssen wir quasi alles auf das andere Pferd setzen, auf die direkte Beobachtung von Exoplaneten und bauen ein Teleskop, was dazu geeignet ist, dass wir besonders gut Planeten, die weit weg vom Stern sind, beobachten können. Und dann eine letzte Frage, die verwendet die andere Technik, die man verwenden kann, um Atmosphären zu beobachten, ist die direkte Bildgebung. Damit kann man nur Planeten beobachten, die sehr weit weg von ihrem Stern sind.
Aber bisher konnte man damit nur Planeten, die sehr jung sind, das heißt, sie geben sehr viel Strahlung ab, noch von der Entstehung von Planeten, und die größer als Jupiter sind. Aber mit JWST können wir dann Planeten, die kleiner als Saturn sind, beobachten. Und damit können wir dann eben auch einen Schritt machen in Richtung, dass wir direkte Bilder von erdähnlichen Planeten machen. Die erdähnlichen Planeten wird es noch nicht ganz schaffen, aber es ist mal ein riesiger Schritt. Und das nächste Teleskop, also wir haben ja gehört heute schon, dass das Teleskop, bevor noch Hubble gestartet ist, am JWST geplant wurde. Wir planen jetzt, Astronomen planen jetzt schon am nächsten Teleskop auch, dass wir das dann hoffentlich auch erdähnliche Planeten können. Aber da müssen wir einmal diesen Zwischenschritt über JWST auch gehen. Das ist jetzt nur eine Auswahl der Fragen. Es gibt natürlich noch viel mehr Fragen, die man beantworten kann. Aber das war es jetzt aus der Exoplanetenperspektive. Und vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Und das waren jetzt alle Vorträge, die wir für heute vorgesehen hatten. Und jetzt wollen wir natürlich auch die Möglichkeit bieten, dass Sie Fragen stellen können. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn jetzt dann alle Vortragenden nochmal nach vorne kommen und dann sozusagen die Fragen, die dann auftauchen, direkt beantworten. Und da können Sie gleich gerne mitmachen. Und ja, genau. Und was wir gerne machen möchten, ist, weil natürlich das, was Sie sagen, auch hier vom Publikum, aber auch die, die vom Internet aus zuschauen, die Frage wahrscheinlich nicht verstehen, sollten wir hier die Frage dann erst danach mal wiederholen. Also, dann legen Sie mal los. Also, um die Frage nochmal zu wiederholen, die Frage war, der Planet WASP 96b wurde eben als Schönwetterplanet bezeichnet, weil man dort eben keine Wolken gefunden hat. Jetzt war die Frage, wie das jetzt ausschaut, ob man sich diese Wolken als, weil man doch Wolken gefunden hat, ob es so kleine Wasserwölkchen vorstellen kann und was es damit auf sich hat. Ich möchte jetzt mal klarstellen, man hat schon Wasser man hat schon Wasser auf anderen Planeten auch gefunden, aber das Signal war sehr schwach und das Signal war die zweite Sache ist, ich möchte klarstellen, die Wolken, die man hier gefunden hat, das sind keine Wasserwolken. Das sind Wolken aus Bestandteilen, die bei uns auf der Erde normalerweise feste Gesteine sind, zum Beispiel Silikate. Weil die Temperatur diesen heißen Jupiter so heiß ist, dass das, was wir uns normal als ein Stein draußen kennen, diese Materialien verdampfen auf diesen Planeten auch. Also wir reden jetzt nicht von Wasserdampfwolken oder Wasserwolken, sondern von Mineralwolken, die eben Materialien sind, die Gesteine auf der Erde wären. Das heißt, dass Wasserdampf vorhanden ist. Wasserdampf ist so oder so vorhanden. Wasser kondensiert in diesen Planeten nicht zu einer Wolke, weil diese Planeten zu heiß sind. Das Wasser ist immer dampfförmig. Die Wolken, die man jetzt gefunden hat, kann man sich eher so vorstellen, eben als ganz mini Minerale, wie zum Beispiel Olivin ist so ein Edelstein und das kann dort kondensieren, aber nur, dass es ganz, ganz, ganz kleine, feine Teilchen sind. Und in diesem Planeten dürften diese Wolken einfach durchsichtiger sein als auf den anderen Planeten, die man bisher gefunden hat. Oder sie liegen tiefer, so dass wir die Atmosphäre, die darüber liegt, noch gut beobachten können. Ich hoffe, das hat jetzt geholfen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich wiederhole sie kurz.
Die Frage ist, bei so einer Gravitationslinse, wo man einen Cluster von Galaxien nimmt, der im Vordergrund ist, der dann das Licht von den dahinterliegenden Galaxien verstärkt, wie genau das ausgerichtet sein muss. Ja? Habe ich das richtig verstanden, die Frage? Genau, das ist also tatsächlich so, dass es nicht wie bei einem normalen Teleskop hier ist, die perfekte Ausrichtung gibt von meiner Linse, sondern dass so ein Cluster, der besteht auch aus verschiedenen Galaxien, der ganz verschiedene Regionen im Hintergrund verstärkt. Es gibt also manche Regionen, die sind dann bei einer bestimmten Rohverschiebung, die werden um einen Faktor, sage ich mal, 20 verstärkt. Nebendran ist dann eine Region, die wird nur um einen Faktor 13 verstärkt. Und das sind also ganz komplizierte Modelle, die man da aufstellen muss, um eben das zu modellieren, welche Galaxien im Hintergrund dann wie stark verstärkt werden. Also es ist also nicht nur für eine Galaxie anwendbar, sondern für viele Galaxien. Aber es ist auch sehr kompliziert, dieses Massenmodell des Vordergrundclusters aufzubauen. Genau, wir haben aus dem Internet noch eine Frage für Maria Steinrück. Und die Frage lautet, wie unterscheidet man bei Gasriesen zwischen der Atmosphäre und dem Rest des Planeten, wo ja beides Gas ist? Okay, ich muss die Frage jetzt nicht wiederholen. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt da keinen ganz festen Übergang für einen Gasriesen. Was ist jetzt Atmosphäre? Was ist jetzt einfach das Innere des Planeten? Meistens, wenn wir jetzt von der Atmosphäre reden, denken wir einfach an die Teile von den Planeten, die wirklich beobachtbar sind und in denen sich auch das Wetter abspielt. Also das sind typischerweise Drücke, die kleiner sind als ein Bar, also alles, was über der Einbarschicht liegt. Aber eine klare Definition oder eine ganz genaue Abgrenzung gibt es da nicht. Genau, die Frage war, wenn ich sie richtig verstehe, wie viel weiter kann James Webb zurückschauen als das Hubble-Teleskop? Das kann man jetzt wirklich nicht genau sagen, weil wir nicht, es kommt auf die Helligkeit der Galaxien an. Ja? Also wenn wir jetzt bei einer, angenommen, das Universum ist 300 Millionen Jahre alt und da wäre jetzt eine wahnsinnig helle Galaxie, dann könnten wir die mit James Webb sehen, aber halt nicht, wenn sie schwächer ist. Also von daher gibt es keine klare Antwort auf die Frage. Man kann mit dem neuen Teleskop eben wesentlich tiefer in die Vergangenheit schauen. Also mit Hubble konnte man, sage ich mal, bis 800 Millionen Jahre nach dem Urknall schauen. Und die Hoffnung ist jetzt, bis 400 Millionen Jahre, also diese Zeit zu halbieren, ja, die zwar zwischen dem Urknall und der ersten Galaxie liegt. Also, aber wenn wir Glück haben, gibt es eine Galaxie, die noch früher schon da war und sehr hell ist, und dann können wir die auch sehen. Direkt Anschlussfrage noch an Fabian Walter. Im Spektrum der Galaxie vor 13,1 Milliarden Jahren wurden ja schon starke Spektrallinien von Neon gemessen. Wie erklärt sich der hohe Anteil an so schweren Elementen bereits in dieser frühen Phase? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, da wird es auch in der nächsten Zeit viele theoretische wissenschaftliche Arbeiten drüber geben. Fest steht, dass es da schon massive Sternentstehung geben muss, weil, wie wir gehört haben, eben auch viele von den schweren Elementen, die wir in den Spektren sehen, durch Sternexplosion erstmal erzeugt werden müssen. Ja. Und das ist eine der wirklich spannenden Fragen, dass wir eben durch die Spektroskopie nicht nur nachweisen können, was ist jetzt die Rotverschiebung von diesem Objekt, sondern eben auch sowas wie die Metallizität bestimmen können. Wir können eben rausbekommen, wie viele Generationen von Sternen müssen schon entstanden sein in dieser Galaxie, damit wir überhaupt diese Spektrallinien sehen können, was dann wiederum das Datum oder die Zeit für die erste Sternentstehung weiter zurückdrängt. Also dann vielleicht, wenn wir eine Galaxie sehen, sage ich mal 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, wenn die Modelle uns dann sagen, ja, aber wir sehen schon so viel Metalle, dass da schon mindestens 100, 200 Millionen Jahre Sterne entstanden sein müssen, dann können wir daraus schlussfolgern, dass schon 200 Millionen Jahre nach dem Urknall die ersten Sterne sich gebildet haben. Also die Frage war, ob das Teleskop auch in der Lage sein wird, neue Theorien zur dunklen Materie oder dunklen Energie zu überprüfen. Die Antwort ist da ganz klar ja, weil wir eben so viel mehr Galaxien sehen. Und wie wir auch gesehen haben,
unfreiwillig. Ja? Also wenn wir auch nahe galaktische Objekte anschauen, werden wir immer Hintergrundgalaxien sehen. Und die Form dieser Galaxien, die sagt uns auch etwas darüber aus, wie die Geometrie des Universums sein muss. Und die kann eben dann auch Rückschlüsse darauf leiten lassen, zum Beispiel was der Anteil der dunklen Materie ist und was, wie sich das ganze Universum verändert hat oder die Struktur des Universums verändert hat über die 4 Milliarden Jahre. Also das ist eine reine statistische Frage. Wir brauchen dafür so viele Galaxien und so viele Galaxienformen wie möglich, um darüber genauere Aussagen zu machen. Deswegen denke ich, dass da auf jeden Fall noch viel zu machen ist. So, jetzt erstmal wieder eine Frage aus dem Internet, die sich jetzt auf nähere Objekte bezieht. Die Frage ist, was würde es denn auch an Beobachtungen von Objekten aus unserem Sonnensystem geben? Ja, also erstmal ist es so, dass es gar nicht so trivial ist, Objekte im Sonnensystem zu beobachten, weil die bewegen sich natürlich alle und mit der enormen Auflösung von James Webb muss man die erstmal nachführen. Und dafür hat man gesorgt, dass man das machen kann. Und es gibt in der Tat jetzt schon größere Beobachtungsprogramme, die da geplant sind. Zum Beispiel Jupitermonde. Da gibt es ja einige Monde, die auch Wasser haben und Ozeane haben unter der Oberfläche. Und die sollen zum Beispiel analysiert werden. Und natürlich auch Objekte wie Kometen, wo man natürlich zum Beispiel auch mit der Spektroskopie sehr viel über deren Zusammensetzung sagen kann und wie möglicherweise auch in unserem Sonnensystem da Wasser oder andere Moleküle hineintransportiert worden sind. Für die nächsten 20 Jahre nicht, aber in der Tat haben schon Jahre vor dem Start, der ist ja immer wieder verschoben worden, also wirklich viele Jahre vor dem Start, haben schon viele Wissenschaftler Beobachtungsprogramme geschrieben und die werden dann begutachtet und von anderen Wissenschaftlern. Und wenn man dann eben sagt, okay, das ist wirklich ein interessantes Programm, dann bekommt man Zeit, um mit James Webb beobachten zu dürfen. Jetzt in den ersten Phasen, also es gibt immer bestimmte Beobachtungszyklen, die dann durchdefiniert werden und dann darf man neue Anträge stellen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Sie haben gesehen, der Oliver Krause hat es schön beschrieben, über 20 Jahre hat jetzt unser Institut an diesem Projekt mitgearbeitet. Was haben wir denn davon? Ja, weil während dieser 20 Jahre haben die Wissenschaftler, die an dem Instrument gearbeitet haben, wenig Publikationen geschrieben. Sie können sich vorstellen, wenn Sie das alles machen müssen, bleibt wenig Zeit. Wir bekommen garantierte Beobachtungszeit. Ja, das heißt, alle Wissenschaftler, die mitgearbeitet haben, ein bestimmter Anteil der Zeit, die James Webb beobachtet, ist garantierte Zeit. Das heißt, da können wir uns Objekte aussuchen, die wir beobachten können. Dann gibt es noch einen ganz kleinen Teil, 10% sind das, glaube ich, Director's Time. Das heißt, wenn irgendwo was ganz Großartiges passiert, zum Beispiel eine Supernova ausbricht, ja, dann kann tatsächlich der Direktor noch sagen, so, und jetzt wird dieses Teleskop genau darauf gerichtet. Aber der Großteil, der größte Teil auch für die nächsten Jahre ist offene Zeit für alle Wissenschaftler. Jeder darf Zeit beantragen. Und wie gesagt, wenn das Proposal gut ist und wenn man das eben mit James Webb technisch machen kann, dann bekommen Sie diese Zeit auch. Und je länger das Teleskop hält, desto mehr. Also die Frage war, ob das nächste Teleskop schon in der Planung ist. Und es gibt natürlich jetzt diverse Weltraumteleskope, die in der Planung sind, sowohl von den Europäern. Da gibt es eine Mission Euclid, die zum Beispiel die dunkle Energie untersuchen soll, was jetzt demnächst starten wird. James Webb ist jetzt von der NASA ja eine Primärmission gewesen und wird bei denen als sogenannte Flagship Mission bezeichnet. Also das ist eine Missionsklasse, die hat ja in dem Fall 10 Milliarden gekostet. Das sind Projekte, die laufen über 20 Jahre. Und da gibt es in der Tat ein nächstes Flagship. Das ist ein sogenanntes Roman Space Telescope. Das geht im Prinzip wieder so von dem Spiegel her zurück in Richtung Hubble. Das ist nämlich ein 2,4 Meter Spiegel, aber der wird eben optimiert sein für zwei Fragestellungen, auch die dunkle Energie. Da wird es eine Weitfeldkamera geben, mit der man ein sehr großes Bildfeld aufnimmt und dann eben genau solche statistisch-morphologischen Untersuchungen zum Beispiel macht von Galaxienformen oder eben auch ganz entfernte Supernovae vom Typ 1a anschauen kann und da eben über die Expansionsgeschichte was machen kann. Und da wird es auch ein Instrument geben, was in Richtung Exoplaneten sehr leistungsstark ist. Und zwar nicht diese Transit-Methode anzuwenden, sondern die andere Möglichkeit ist natürlich wirklich, die Planeten direkt abzubilden. Und das kann man dadurch machen, dass man jetzt mit optischen Tricks arbeitet, das ist die sogenannte Koronographie. Man blendet mehr oder weniger den hellen Stern in der Mitte aus durch
durch einen optischen Trick. Und genau das wird versucht. Und da sind wir auch beteiligt sogar hier am Institut, also arbeiten da mit JPL, mit NASA zusammen bei diesen Koronographen und haben jetzt quasi gerade, weil Sie fragen, wo ist man da, gerade letzte Woche haben wir die Flugmodelle dafür abgeliefert. Also das ist so, dass jetzt, wenn James Webb hat gerade die ersten Daten geliefert, wir haben dann quasi für das nächste Projekt schon die Flugmodelle gebaut. Und in der Tat reden wir jetzt schon über die nächsten Missionen danach schon wieder. Also die Maria hat erwähnt, im Prinzip so diese großen Teleskope, die man möglicherweise dann in 20 Jahren, 30 Jahren startet, um eben Exoplaneten dann nochmal detaillierter zu untersuchen. Und das ist eben, ja, es waren da eben immer verschiedene Missionen diskutiert. Ist natürlich am Ende immer auch eine politische Frage. Und James Webb war ja auch mal wirklich nahe dran, muss man sagen, ums Jahr 2010 rum zu scheitern. Also das ist damals so teuer geworden. Das war am Anfang viel billiger geplant. Und dann gab es wirklich große Kostenprobleme und glücklicherweise ist es dann von einer Senatorin im Wesentlichen aus Maryland am Leben gehalten worden. Also da gibt es diverse Projekte, wo jetzt schon reingeschaut wird. Ja, herzlichen Dank. Das ist ein fantastisches Schlusswort natürlich. Da gucken wir gleich wieder in die Zukunft. Das war der erste große Abend hier am Haus der Astronomie nach den Einschränkungen durch die Pandemie. Und ich freue mich, dass Sie hier gewesen sind. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Es hat Ihnen gefallen. Und ja, wir bedanken uns nochmal bei allen Vortragenden. War ganz fantastisch. Vielen Dank. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie interessiert. Schauen Sie sich die Bilder selber an. Das ist wirklich sehr lohnenswert. Kommen Sie gut nach Hause und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Einen schönen Abend.